Van läuft. Effe. Viel Spass, Jungs. Thanks. Lorenzo. Lorenzo, hast du jetzt auf den Tisch geklopft, oder? Ich habe nicht auf den Tisch geklopft. Ich kann, sorry. Das darf ich nicht, oder? Nein, das darfst du ja nicht. Okay. Weil, dann schlägt es richtig aus. Ja, haben wir eigentlich? Haben wir so einen Schub drunter, oder? Haben wir eigentlich schon, aber heute, schauen die Jungs. Heute ohne Gummiji. Ohne. Viel Spass, hau rein. Und wir gehen jetzt los. Okay, gewichst. Okay. Wir gehen 3, 2, 1. Gutes Neues. Meine Kornetag-Freunde und Freundinnen. Ich hoffe, ihr seid gut gestartet ins neue Jahr. Wie ihr seht, die Konstellationen sind ein bisschen anders. Bitte moderiert den Gast. Neuer Wind. Mein Name ist Pretty Steez. Big Sema. Zürich. Zürich. Er ist heute hinterher, er will ein bisschen mehr sippen. Happy New Year! Hey, wir haben heute den bekanntesten Pöstler von der Schweiz im Haus. Word up! Okay. Er ist der Nachbar von der Loredana. Man munkelt, sie sind so. UP, 041-Legende. Er ist der Dude, wenn ich ihm Beats schicke, er hat zwischen 5 und 7 Minuten für den Verse. Hands down. Wir kommen noch auf das zurück. Er hätte grösser werden als der Blick. Aber er hat gesagt, Bro, ich habe keine Zeit für den Scheiß. Macht Lärm für den RAV, a.k.a. Effe. Gutes Intro gewesen. Riesig. Ist gut gewesen? Ja, es ist ja so. Habe ich etwas vergessen? Nein, es ist fiese. Loredana, ja. Es geht, aber... Hätte nicht müssen sein. Ich habe eben gesehen, irgendwann mal gesehen, Loredana ist von Emmenbrücke. Okay. Ich habe gedacht, du machst jetzt Real Talk da? Nein, Bro. Ich kenne das schon. Er ist von der Emma Bronx. Oder? Also genau. Du hast dir wieder etwas aus den Fingern gesogen, oder? Bro, aber, da wäre alles gestorben. Ja, alles cool. Aber was ich eigentlich schön gefunden habe, du hast gutes Neues gewünscht. Das finde ich sehr krass, weil das ist ja unsere 1. Januar-Folge so, und alle sind durchgefallen und wir sind im 2022, Mann. Corner Talk still alive. F ist im Haus. Man, wir was willst du noch mehr, Mann? Hey, und auf das werden wir doch eigentlich gerade mal anstoßen, oder? So, wer ist dabei für den Sip? Yes, sir. Lust auf ein Slivo? Logisch. Normal. Das gehört dazu, oder? Gehört dazu, leider. Fingerli? Ja, eben, ich muss fahren. Also, eben, Effe hat noch keinen Chauffeur. Du mich so gefragt. Aber es ist kein Chauffeur. Du hättest es können schaffen, dass du einen Chauffeur hast. Wieso meinst du? Wieso meinst du, hättest du können? Ich kann immer noch. Auf dich, Bro. Auf die Sendung, Jungs. Geil. Cheers. Nicht alles auf einmal, gell? Aber gut. Effe, kannst du mir schnell ein Bier holen? Was hast du eins? Wir fangen gerade an. So. Was hast du für eins? Nein, die gekühlt sind, das Feldi. Aha. Das ist ein kleines. Yes. Arangello. Hey ja, Effe, mega cool, dass du da bist. Ich habe mega Freude. So, vor allem, du hast etwas Schönes gesagt, Lolo. So, du bist ein mega begnadeter Texter. Das ist mir immer huren aufgefallen. So. Und es ist wirklich so, es hat einen Moment gehabt. Ich weiss, es war kurz nach UP. Da hast du ein heavy Video rausgegeben. Hallo Schweiz, irgendetwas mit der Schweiz war. Ja. Nur hure Produktion, hat mir hure gefallen. Dort habe ich wirklich gemeint, so, jetzt startet das Shit heavy durch. Oder so, jetzt hat können, ja. Ganz gross. Ja, jetzt erklär das mal nochmal genau. Wie ist das wieso sind die Hosen? Nein. Ah, ist die Hosen oder was? Ja, verkaufstechnisch schon, ja. Also die Hosen, das war scheisse gewesen, aber jetzt nie so wie UP oder so. Aber das war kurz nach UP gewesen, der Clip, oder? Das ist nach Ausland Production. Es ist halt nicht so der Tech, wie ich gedacht habe. Aber Also, was heisst nicht durchdecken? Ja, also blickmässig durchdecken. Weißt du so, aber... Ja... Und das hat dich nachher abgefuckt, oder was? Nein, nicht unbedingt, aber nachher wollte ich wieder etwas Neues probieren.
Rappt jetzt so. Ich habe den voll nicht präsent. Mann, ist das so ein Rap-Song? Oder ist das schon ein bisschen, wieder so ein bisschen poppiger? Schon Rap, oder? Poppiger, ja. Das ganze Album ist schon Böster. Das ist Böster geheißen, das ist recht. Genau, ja, 2015 oder so. Ja. 2015. So mit Band habe ich es aufgenommen. Das war sehr aufwendig. Etwa 2 Jahre habe ich einen Scheiß gegeben. Aber es ist ein gutes Album. Ich finde es immer noch recht geil. Das war alles live, oder? Das meiste, ja. Und nachher bist du auf Tour mit der Band? Ja, 4 Gigs gespielt. 4. Ich bin nie so. Ich hatte kein richtiges Management, keine Booking-Agentur und so. 100% sucker-free bist du? Yes. Immer. Eben. Wo hat der Effe das erste Mal das Mic getouchert? So? Von welchem Jahr reden wir da so für die Leute draußen? Weil du, wir wissen, du bist früher. Ich schon lange dabei. Wie früher ein G. Simon, das, wir hatten noch unsere vierfache XL-Ära. Das war der RAV schon rum. Ja, ja, sicher. RAF, dort noch. Ich hatte einen fetten Fehler im Intro. RAF. RAF, ja. Wir haben ja als RAV gedacht, weißt du, so ein Schweizer Rapper. So. Ich habe gerade als RAV gedacht, so, ja, logisch. Wir haben gedacht, geiler Name, weißt du. Der hat noch zu uns allen gepasst. Aber zu dieser Zeit, RAF-Zeit, bist du auch bei uns unten gewesen, mit dem Bimo und alles und so. Wie ist das? Wie ist das denn? Ich mag mich eben noch die Zeit nicht mehr so. Das war MySpace-Zeit. Ja, yes. Dort haben wir connected. Dann bist du auch in Gas abgekommen. Ja, voll. Ich weiß aber gar nicht genau, wie das gelaufen ist, so lange her. Aber wir haben es einfach gefühlt. Und er hat dort noch Videos gedreht und so. Das ist, glaube ich, immer noch auf YouTube. Das war lustig. Aber du hast nicht in Zürich gewohnt? In der Nein, ich habe nie in Zürich gewohnt. Aber ich weiß auch nicht, wie der Connected stand. Du wahrscheinlich über MySpace. Lustig. Das ist auch schon eine Ehre. Aber wir haben uns das nie gesehen, gell? Das ist so für die Leute draußen zum Erklären, MySpace ist so nach den Forum-Zeiten so von den grossen Hip-Hop-Portalen, Eidgenossen in der Schweiz, ist MySpace gekommen. Das war so das erste Social-Media-Ding, wo du so deinen Musikerkanal gehabt hast. Und ich habe RAF geheissen. Der Raf Kamura hat auch ein Profil gehabt. Hat es nicht der Raf Kamura schon gegeben? Ja, und wir haben dann geschrieben und er hat gefunden, dass du musst deinen Namen wechseln. Das geht nicht. Drohend? Ja, dann haben wir so einen kurzen Verlauf gehabt. Ja. Und dann hast du nachgegeben in dem Fall? Ja, nein, ach, nicht wegen dem. Das ist erst später gekommen. Ich habe ihn RAF genannt und nachher nur noch. Aber crazy, dass er dich dort gerade auf dem Schirm gehabt hat. Ja, das war lustig. Ich habe auch reingefakt mit den Followers dort. Weißt du, hast immer den geilen Fütz gefolgt und dann zurückgefolgt. Ah, der, ja, ja, den mache ich heute noch. Aber sie folgen einfach nie zurück. Wer weiß besser, sind sie. Ich habe einfach irgendwann mal 2000, weißt du, so Abonnenten, die ich folge, aber sie folgen mir nie zurück, die geilen Fans. Weißt du, bei unserem Corner Talk Account, also im Corner Talk wird ja nicht gelogen, oder? Bei unserem Corner Talk Account, wir haben das Visa zusammen gemacht, machen einen Insta Account auf Corner Talk. Und dann, wenn du ja so die Filmli gehst in der Mitte, wie heisst das, auf die Reels, oder? Yeah. Aber die hat es gar nicht. Und nachher. Wenn ich bei mir auf die Reels gehe, kommen so, weißt du, das Zeug, das ich folge und so, was mich interessiert. Und dann bin ich beim Corner Talk auf die Reels gekommen und gesagt, nur Chicks kommen! Ja, irgendwann habe ich gesagt, Mac, wem folgst du? Ich habe die Insta... Der Schweizer Hip-Hop-Format, der folgt irgendwelche Ami-Chicks, Mann, irgendwie. Nein, schau, mein System ist so, ich habe die Seiten aufgeleist. Und dann habe ich gefunden, ja, System. Zuerst musst du ein paar folgen, damit sie dir zu... Das ist immer das gleiche Game. Und dann habe ich so 20 Rapper so, weißt du, angeschrieben. Und dann habe ich gefunden, ja gut, jetzt sind ja schon fast alle Schweizer Rapper durch, Mann. Dann habe ich nur noch Big Booty Bitches. Ja, lauf. Und wir hatten dann so 100 Followers gehabt, aber 1200 fette Bitches, weißt du? Ja, ist nicht aufgegangen, aber eben, du regst dich heute noch auf dem Scheiß. Ich reg mich überhaupt nicht auf, ich bin einfach, ich verstehe die Zeit nicht. Und dann bin ich so, und dann dachte ich, ja, okay, gut. Ist ja dein Task. Also wenn ihr auf Social Media schreibt, antwortet eigentlich immer der Lolo, oder? Die Laura, nein. Die Laura jetzt noch, ja, sag nicht. Ja. Und ja, wir haben eine Angestellte, ja. Laura antwortet unsere Tausende von Anfragen, die Laura beantwortet. Wo ich da den Shit schicke, ein bisschen Alk und so. Ja. Ihr müsst das halt bewerben, ein bisschen, weißt du, so. Schickt Alkohol. Ja, das läuft, ist ein Selbstläufer, das kommt ja einfach. Also du bist auf MySpace gsi, du hast deine Songs aufgenommen, hast du dort auch noch so auf so B-Seiten, 12-inch, Ami-Beats, Grab, ja, so? Voll. Ich habe nur auf Ami-Beats so Mixtapes gemacht. Und Bimo-Beats. Und Bimo-Beats. Ja. Das dann vertrieben. CDs brennt. Aber da haben wir den Pi mal noch shoutouten, weil in dem Zeitraum so, bin ich immer in Gas oben.
wenn ich mit ihm irgendwie einen Termin hatte, und dann hat er mir immer Songs gezeigt, weißt du, er war schon immer hure, weißt, offen gewesen. Dann habe ich Songs von dir gehört, von Tommy Vercetti Stunde, sie haben Soleil und so, er ist immer connected, man. JK und so, wie hat er gesagt? JK. Das war der Prinz von Zürich, Wolf. Er war der Ambassador, er hat connected, dort unten. Ja, er war immer rum, der Pi. Ja. Er hat auch, egal wo er war, hat immer ein Studio gehabt. Und für mich war immer Chris. Gewesen, jetzt das noch? Nein, dort unten nicht. Studio schon, aber wir sind Gleis 2 ist immer noch dort. Gleis 2 ist 100 Jahre. Und Stern, der Stern ist jetzt wieder drunter, ja. Also es war immer so ein Corner, gewesen, wo mega viele Studios sind. Ja, Malik ist einmal dort unten. Ja, cool. Aber es war für mich geil, gewesen, weil ich habe ja nur einfach mein Zürich-Umfeld kennt, so Rapper sonst in der Schweiz. Und dann habe ich bei Pima hat man eigentlich immer so die dope Rappers kennt, die von einem anderen Kanton waren. Ja. So. Und dieses Zeug habe ich auch, das war voll geil, gewesen, Mann. Voll geflasht. Ich habe dort schon connected, so über die Foren und so Eidgenossen und so. Und so, so irgendwelche Battles mit irgendwelchen... Ja, dort immer in den Eidgenossen-Foren. Das war geil. Ja, und dann eben hast du als erstes so ein bisschen beim Pi aufgenommen oder auch bei dir, oder was? Bei mir. Mit dem Dave Salaya. Ich weiss nicht, Sansan Entertainment, das war so meine erste Crew. Ja, erzähl. Mit Dave Salaya haben wir das eigentlich gestartet. So. Schluss, wir haben uns dort an einem Black Tiger Konzert, ist das gewesen. Früher hat es so Open Mic Sessions gegeben für die Leute, die das nicht kennen. Und dann, ja, weißt du, ja, ist nicht mehr so. Das ist einfach, wenn jeder einfach ein bisschen rappt. Wenn jeder ein bisschen noch nach dem Konzert... Ja. Und sind auch, 90% ist einfach verdammt scheiße. Genau. Und ich war auch scheiße gewesen und bin auf die Bühne. Und der Dave Salaya auch. Und dort haben wir uns eigentlich kennengelernt. Und nachher ist es losgegangen. Auf der Stage, am Mic. Ja. Natürlich haben wir uns ein bisschen angefickt und so. Ja. Und nachher unsere Leute irgendwie cool miteinander alle. Und nachher ja, haben wir zusammen eine Crew gemacht. Dort ist es eigentlich losgegangen, dass ich so richtig Schweiz-Rap-mässig. Ich habe angefangen als DJ. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Ja. Voll. Also du kannst einen DJ nehmen, hast einfach die Platte gekauft und hast ein bisschen... Das ist deine erste MK2 gehabt. Genau. Und hast, ja. Dort haben wir ja auch den Beats geholt, oder? Und du hast dich selber aufgenommen daheim? Nein, der Dave Salaya hat das alles. Ah, okay. Er hat Beats gemacht, er macht immer nur Beats. Dave? Ja, so. Sorry. Salaya. Ah, eben. Dave Salaya. Dave Salaya. 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 Ja, und dann, das war RAF und nachher ist dann schnell mal ein Effe gekommen, oder was? Ja, nachher ist UP-Zeit gekommen. Ein paar Ausländer kennengelernt. Den Baustellensong aus Scheiß aufgenommen. Da müssen wir mal einen Applaus geben für UP. Okay. Oder? Ja, das ist der erste grosse Indie-Rap-Movement, oder? Das ist krass. Wir haben den UP, den Baustellensong einfach aus Scheiß aufgenommen. Rausgehauen, das Video. Und irgendwie wirklich, wie man so sagt, über die Nacht ist der einfach. Bam, das war so der erste viral Shit so auf YouTube. Ist so Lully-Rap. Ist es einfacher zu machen, wieder, wenn du so einen Song machst? Ja, für mich schon. Ich weiß nicht, Mann. Dann machst du ihn in 3 Minuten, nicht in 7. Ja. Dann ist es nur anschiessen. Okay. Nein, ich finde, Wortwitz haben, das kannst du nicht einfach. So richtig lustig sein ist nicht gar nicht so einfach, wie man meint. Jetzt musst du schon Talent gut haben. Weißt du, wenn du als Person schon ein bisschen so bist und der Baba ist ja wirklich das, weißt du, dann. Ich glaube, der fällt das auch nicht. Mit diesen Jungs hast du noch Kontakt? Die soundet ja nicht mehr, oder? Nicht mehr gross. Also Kontakt auch nicht mehr so. Können wir schnell zusammenfassen. Baba Ausländer, Effe und... Enzi. Genau. Das war so das Kernteam. Ja. Wir sind verdammt viele Leute. Aber wir sind alle von Emmenbruck? Nein. Der Enzi ist von Basel. Der Baba ist von Hochdorf. Das Kaff nebendran, oder? So ein bisschen weiter draussen. Die sind von dort. Und der Rest ist auch alles von Hochdorf. Und dort hast du, aber ich meine, der Switch ist eigentlich so, du hast zuerst so wirklich so Bar, Street, Rap. Ja, zuerst einfach mit anderen Leuten unterwegs gegangen. Nachher Tochter bekommen. Und dann so ein bisschen Piano. Mhm. So ein bisschen, ja, halt anderes Umfeld hat es gegeben, wie es halt so ist. Mhm. Dann mehr mit diesen Jungs unterwegs gewesen. Und nachher, wo du so Blödel-Rap gemacht hast, hast du ja, so Jungs gehabt, die gesagt haben, hey, bist du dumm oder so? Was Moi. Schon, oder? Aber es ist mir dann wie so... Scheissegal. Ja. Ich habe einfach immer gemacht, was ich machen wollte. Aber so eine generelle Einstellung von dir? Also die ist also scheiße. Ja, mir ist meistens alles scheiße. Ja. Nein, eben. Und das war eigentlich gar nicht so geplant. Wir wollten einfach ein Feature machen. Und das ist wirklich durch die Decke. Und dann haben wir gedacht, du, machen wir gerade so weiter. Mhm.
Dann haben wir das Ausland-Production-Ding aufgebaut. Dann habt ihr auch Major-Zeug gehabt, so, oder? Nein, haben wir nie wollen. Wir haben immer alles selber gemacht. Habt ihr Angebot gehabt? Ja. Aber wir sind doch mit dem Blick gehängt und irgendwie ist dort nicht irgendetwas gewesen. Nein, wir nicht wollen. Eben, aber es ist irgendetwas gewesen, oder? Was haben wir? Was hast du heute wieder mit dem Blick? Nein, Blick? Das ist voll unabhängig. Also ich sein, gemeint, sein ich Manager ist dann unser Manager gewesen. So. Das. Aha. Dreamstar. Ja, also ist nicht Dreamstar der Manager. Das war Hangar Entertainment. Und mit ihm haben wir nachher... Er ist nachher unser Manager gewesen. Und dann haben wir einfach ausgeschlagen. Also. Der Frau. Frau. Und dann haben wir ein Sold-Out-Konzert gespielt und alles mal. Ja, aber nicht in der Szene. So. Das ist lustig, wir sind nie, also auch als Effe bin ich nie an einem Hip-Hop-Champ gebucht. Weißt du, so Sachen. Ja. Immer nur so, weißt du, so Dorffest, weiß nicht, was für Hallen, so Sachen. Haben wir viel gehabt, aber halt nicht. Das ist jetzt interessant, also wenn du so in ein Rap-Genre gehst, so, dass Bookings auch von ganz anderen Orten kommen. So. Ja, aber ich bin nie wirklich in dieser Szene eigentlich, ist noch lustig. Weißt du, so, was hat es alles gegeben? Hill Jam. All die Jahre Slang-Nacht und so. Royal, Open Air. Nie gebucht worden. Hättest du es geil gefunden? Ich hätte es schon geil gefunden. So, einfach so ein bisschen. Gekillt, oder? So als Akzeptanz, weißt du? So. Das hätte ich vielleicht schon geil gefunden, aber es ist irgendwie halt nie. Das kann nie so gehen. Findest du, hast du wenig Anerkennung bekommen als effektiver MC, wo du ja bist? Das. Ja, für das bist du heute im Corner Talk. Ja, über das müssen wir reden, Weil es ist wirklich, wenn man das Pen-Game vom FE anschaut, so, musst du nicht ficken mit dem. So, weißt, und das können wir heute im Corner Talk proud sagen. So, FE ist wirklich nicht da. So. FE ist ein King. FE ist ein King, Bro. FE ist ein King. Nein, darum ist der FE, ich hole ihn immer wieder auf irgendein Projekt. Und obwohl du bist nicht auf vielen Rap-Alben drauf. Eben, nein. Und also ich komme einfach immer wieder, weil ich einfach weiss, er ist verdammt hure dope, Mann. Merci, Mann. Ja, mit dem Pen-Game kann man nicht ficken. Das ist ja einfach im Hip-Hop. Ich bin auch mehr so der Schreiber, nicht nie der Freestyler gewesen oder so. Ah, okay, der Lola hat mir erzählt, du sagst schon Freestyle-Battles viel gegangen. Wann habe ich dir das erzählt? Heute im Auto. Ah. Weißt du, wenn wir unsere Research machen, so fangen kurz an. Ah, du meinst wahrscheinlich das Bunker-Inferno, aber das ist geschrieben. Nein, das ist einfach fake gelogen, ich habe das nie gesagt im Auto. Wo ist der Loris? Am Corner-Talk wird nicht gelogen. Bro, ich habe nicht einmal gesagt im Auto, du hast ja Freestyle-Battle. Ich habe das nicht gesagt, er findet einfach irgendeinen Scheiß. Hey, vielleicht habe ich das geträumt. Bunker, aber mit geschriebenen Leisen. Bunker ist mit geschriebenen Leisen. Dort habe ich ganz auch noch mitgemacht. Du bist so ein blödes Sieg. Der Lolo hat mir erzählt im Auto, du bist auf Dave spielt auf Freestyle-Battles. Ja, Freestyle. Ja, schon. Nein, er hat mich gefragt im Auto, ey, was haltest du vom Effe als Künstler oder MC? Und ich so, look, eben. Und dann hat der Effe schon einmal getroffen, gell? Ein Videodreh. Von der DLB-Trainerhose. Mit dem kalten, guten Ding. Ja, schon. Aber es war smooth. Lustig. Das war eine smoothie Nummer. Ja, stimmt. Einmal. Einmal haben wir Lust. Ja, einmal. Also, wir haben RAF, wir haben UP. Da war das ganze 041 Ding noch gar kein Thema. So. Ja. Oder sind das schon Mimix ist am Kommen. Es ist lustig, der Mimix ist so gerade so am Kommen. Und ich wollte ihn zu UP holen. Was? Sie nicht wollen. Haben sie erkannt? Verzähl! Nicht nur ein Schweizer dort dabei sein. So ein Schweizer. Ist ein Gallego. Der Mimix ist ein Gallego, Mann. Proud Gallego. Aber zum Glück ist es dann nicht zustande gekommen. So schwer er nicht so. Und bei dir hat es immer gemeint, du bist Albaner, oder? Nein, es ist immer klar, dass ich der Schweizer bin. Ah, wirklich? Ja, ja. Dann eben, zweite Schweizer braucht es nicht. Ja. Ich bin der einzige Ausländer bei Ausländer Productions. Ich habe immer gemeint, du sagst irgendetwas Italienisches noch bei dir. Raphael Graf. Raphael Graf. Raffaello. Nein, Raphael. Raphael. Raphael Graf. Ja, das ist das Effi Ramazzotti. Ist halt einfach entstanden, auch wieder so. Alkohol. Mm. Und ja, dann habe ich das AK kreiert. Ah, eben, also von irgendwo kommt es, oder? So, das denkt man, das ist ein Italiener, ja. Das Image haftet damit, ja. Okay. Nachher bist du auf Solo gegangen und hast... Captain Hooks. Captain Hooks Tapes rausgehauen, ja. Warum Captain Hooks? Ich habe bei Ausland Production immer die Refresse gemacht, die Hooks.
Und weil ich das auch sehr gut mache. Ja, lassen wir es so stehen. Es ist, wie es ist. Und mach weiter, Nicht, wenn du cold as ice bist, machst du es einfach weiter. Ja, was, der macht nicht so. Ja. Ist auch, also, machst du lieber Hooks als Verses? Ich mache lieber Hooks. Hooks, das, mache, das ist eher das, ist das wo der Track, also die Wille. Und ich habe keine Hooks. Hooks. Kannst du Hooks? Ich schreibe mir das, ich habe alles. Kannst du? Und ich mache jetzt auch gerade weiter. Das ist logisch, das ist aber auch. Normal. Das ist immer normal. Das ist Boss-Alpha. Wie sagt man dem? Egal. Nein, ich habe so auch Mühe, aber ich bin ja eh der, wo sich immer schwer tut, überhaupt Leute auf Songs zu holen. So. Oder mich scheisse immer an, überhaupt fragen und schaue, ich so viel mehr Features machen. Ich würde mir sehr viel Schreibarbeit sparen. Ja. Aber ich habe es schon abgespeichert. Hooks. Ja, aber nicht nur Hooks. Ich meine, jetzt, gut, wir sind zeitlich verschoben, ich habe dir einen Beat geschickt und nachher zwei Minuten später schreibst du mir den Verse. Also, wenn es kickt, Alter. Hast du dir geschrieben oder hast du dir einfach so ein Ding gehabt? Du hast mir geschrieben? Während dem Fahren? Nein, ich habe frei gehabt am Tag. Aus der Schublade gezogen oder? Schnell. Bro, wenn es flasht, dann geht es schnell. Und ich habe schon lange im Grab, dann staut es sich so ein bisschen auf. Ich habe gedacht, es wird schwerer, wenn du lange im Grab hast. Nein, bei mir staut es sich dann auf. Und dann findest du es auch geil, wenn du so Sachen machst? Ja, voll. Und hast du viele Leute, die sagen, ich brauche einen Verse und so? Jetzt nicht mehr so, früher schon. Ich habe sehr viele Features gemacht. Wenn ich so am Spotify anschaue, denke ich so, fuck. Ich habe ja auch viele Features. Der Effe hat mich, meine Streams sind ja immer fucked up. Und dann, der Effe hat einmal einen Part von mir genommen in einen Hook rein. Oh, das ist geil. Was sagen Sie? Schweizer Rap ist. Ja, genau. Und nachher sagt Effe, so, darf ich nicht? Ich so, ja, Effe, darf schon. Aber du musst mir Prozent geben für Suisse. Fix da, ne, Alter? Und musst mich verlinken und so, weißt du, schnell. Also, das ist dein bestes, also das ist dein highest Song ever. Und ist es so gewesen? Das beste Swiss 30-40K habe ich gehabt. Ich so, hey Bro, man, weißt du, zocken schon in meinem Profil dort, weißt du, 30-40K, ich habe nie so einen Song gehabt. Du bist so auf. Ist bis heute mein most famous Song. Ja, bis heute. Ja, gib mal Bro. Aber auch geile Message, du. Danke, Effe. Ich habe deine Story sehr hochgeliebt in deinem Alter. Ja, voll. Riding mit dem Polo. Ich sage immer, mach mehr. Ich sage, ich kann nicht mehr so viel. Ich weiß nicht mehr, was ich alles für Scheiße habe. Ich habe das Zeug gefilmt und gespeichert und darum habe ich es wieder vorgenommen im Studio. So, was wollen wir jetzt hier für einen Hook machen? Ich so, wartet, Jungs. Bleib's. Will, hast du mal ein Bier? Der ist am Schwarzen. Ja, warte. Das haben wir jetzt von dem vom Seitenkehren, oder? Haben wir schon gesagt, heute muss der Effe. Ich finde es hure weird. Wie findest du vom Vibe? Ich finde es hure weird. Ich finde es cool. Ich fühle mich wie der erste Corner Talk heute, Mann. Weißt du, so wie wenn das erste Mal Seiten tauschen. Neues Jahr. Ich finde es hure schräg. Neues Jahr, neue Vibe. So. Wir wollen mal die alten Kleider ablegen und neue. Obwohl, das stimmt bei mir auch nicht so mit den Kleidern. Das ist mehr bei dir, oder? Mini T-Shirts eben ein paar Jahre. Ich habe den von meinem Sohn heute. Deine Hooligan-Kette? Ja, vom MCM-Rucksack weggenommen. Das ist keine Kette, weißt du, vom Rucksack. Das ist so ein für das Portemonnaie? Ja, genau, das. Du bist ein Tag, Mann. Ja, gefährlich. Ich bin ehrlich, weißt du. Ja, ist so. Okay, komm, jetzt erzähl uns ein bisschen. Jetzt sind wir sehr schnell gejumpt so von deinen Anfangszeiten. So, und es ist irgendwie jetzt auch immer irgendwie awkward, wenn wir jetzt schon so fragen, wie bist du zu dem gekommen? Weil am Schluss finden wir es wie so ein bisschen raus mit den Alben, wenn unsere traditionellen Fragen irgendwie kommen. Aber was mich wundernimmt, so, ist vor allem das 2015-Album mit der Liveband. Weil wenn man selber Musik macht, weiss man immer, wie aufwendig das ist, hindurch so das zu machen. Und ich habe es gestern noch mal gehört und dann merkst du es, weißt, so, dass dann, der Vibe wird auch immer ganz ein anderer, wenn du mit Liveband irgendwie unterwegs bist. Ja, so, oder? Du hast nicht den MPC Boom Bap Flavor so, und du gehst irgendwie anders an die Songs an und bist dann automatisch offener für andere Rhyme Patterns und so. Oder? Und wie hast du deine Band zusammengestellt, wie bist du vorgegangen, wo hast du aufgenommen und so? Willst du den Leuten ein bisschen erzählen? Ey, das sind alles Leute, die überhaupt nicht mit Rap und so zu tun haben, das sind alles so, was soll ich sagen, so Studenten gewesen und so. Eigentlich mit Leuten, die ich so nicht wirklich zu tun hatte. Und die haben das Rap-Ding, glaube ich, am Anfang gar nicht mehr so gecheckt. Und wir haben wie
echter Gitarrist, mit ihm zusammen habe ich die Songs geschrieben und er hat es dann wie übersetzt, der Band, weißt du? So. Aber das muss tönen. Sorry, wie ist die Konstellation überhaupt zustande gekommen? Wo hast du die Jungs kennengelernt? Also ich habe den Gitarrist durch einen Kollegen gekannt und der hat dann eigentlich die Band zusammentrommelt. Das waren alles seine Leute von der Schule und so. Mhm. Drummer haben wir gehabt. Also Musikschule. Ja, ja. Die haben das immer studiert oder so. Und die haben einfach sowieso eine Band irgendwie gründen und einfach, du bist der Head dann irgendwie so gewesen. Okay. Oh, Frontmann. Und du hast die Jungs eigentlich gar nicht gekannt? Nein. Weird gewesen, oder was? Mach ich schon ein bisschen. Aber es hat sich dann schnell eingehandelt. So. Aber ich habe jetzt auch keinen Kontakt mehr mit diesen Jungs. Aber es war eine geile Zeit auf jeden Fall. Und wir haben das auch so in einer Woche aufgenommen. Also weißt du, die haben das geübt. Und dann in einer Woche haben wir das aufgenommen und im Jack hat das aufgenommen. Also was war das? Okay, schon hat das Jack. Wie meinst du, also wie viele Songs singt drauf? Ich weiß gar nicht, 12, 13. Es sind nicht alle mit und der in einer Woche aufgenommen, sie haben das live aufgenommen. Ja. Also sie haben gespielt dann, ja, und wie hast du dich auf das können vorbereiten? Hast du die Basic... Ja, die haben halt die Notenblätter und so alles gehabt. Ja. Und dann sind sie ins Studio und haben das nicht aufgesagt. Ja, aber das ist nicht vor Ort geschrieben und dann gerade eingeklebt. Ah, nein, nein. Schon Vorlaufzeit ja, ja. Zum Spielen. Ich habe schon alles gehabt. Also du hast die Rough Editions schon gehabt von den Songs? Voll. Der Jack hat wieso vorproduziert. Der Jack hat eigentlich Tracks vorproduziert und sie haben dann einfach so noch halt gewisse Sachen gespielt. Okay. Also es ist nicht nur rein Band. Ja. Es ist immer noch ein bisschen Jack dahinter. Okay, das ist geil zum herausfinden, so, dass der Jacko dort im Hintergrund schon unterwegs war. So. Der Jacko hat schon mit mir das erste Captain Hook. Also, Jacko habe ich schon ewig mit dem Produzenten. Aber ihr habt nachher mit der Live-Band beim Jacko aufgenommen? Oder sind nein, bei mir im Studio. Eigentlich nicht mal in meinem Studio, sondern im Nachbars im Studio unten dran. Weil da hat Bands und so. All die Mics und das Zeug. Du brauchst eine Uhr für mich, nur um das Schlagzeug mikrofonieren. Und nachher Mischmaster und so alles checken, oder? Nein, einen anderen gemacht. Rob Wieso von Luzern. Legend. Okay. Legend. Ist also der Luzern Place to go zum Mastern? Ja. Alright. Also Mischmaster, glaube ich, dann sind. Alright, ja gut. Wie immer. Ich weiß nicht mehr. Ich könnte jetzt etwas sagen, es ist mir gerade. Aber schon ewig her, ich weiß auch nicht genau alles. Es ist 6 Jahre her. Ja, so lange ist es. Ja, aber trotzdem, es geht sehr schnell. Vergiss das Zeug, habe ich gesehen, Werwaffe. Ich mache eh immer alles allein. Also mischen, Master? Mischen mittlerweile schon, Master nie. Nein, kann ich nicht. Aber also mittlerweile, aber eben, ich wiederhole mich jetzt wieder. Lolo sagt mir dann wieder, ich wiederhole mich an den Tag. So. Ich tue einfach mich selber aufnehmen. Okay, darum mische ich auch meine Lyrics selber mischen und editieren. So. Ich bin amigs sehr gepisst, wenn ich so das Master oder den Mix zurückbekomme. Aber es leidet sich dann auch. Jetzt weiss ich, was ich noch sagen wollte. Wo das ganze Projekt so in der Anfangsphase war, hast du dort schon irgendwie so Budgetvorstellungen gehabt? Oder haben wir das alles nur so friendship-mässig gemacht? Oder hast du schon die Leute zahlen, oder? Ja. Ja, einfach das sind French, einfach eingefahren und gesoundet. Voll. Und dann gesagt, das, wir machen jetzt das Produkt. Ich kann immer einfach immer alles fair aufteilen. Wenn es etwas geht, verdient ihr nicht. Also, ihr habt quasi alle gratis geschafft und nachher vom Ertrag hast du einfach die Leute ausgezahlt und so. So bin ich immer. Ja, immer einfach. Ja. Machen wir jetzt nur so. Und du hast nie Instanzen gehabt, die dir irgendwie Vorschuss gegeben haben und so? Nein. Ich habe immer alles selber gemacht. Aber ich meine, nach so einem Album ist nicht ein Label auf dich zugekommen und hat, weißt du, nach dem Video, das du gedroppt hast und so, ich meine, das war ja auch ein Pop-Feel und es sind Leute gekommen und haben irgendwie Interesse gezeigt, weißt du, so, und dann gefunden, hey, das ja, aber es sind scheiß Deals, weißt du, so Major-Deals sind echt scheiße. Mhm. Haben mich nie gecatcht. Warum? Ich hang halt mega an meinen Urheberrecht. Mhm. Und irgendwie. So viel Vorschuss gibt es am liebsten gar nicht, also in der Schweiz, finde ich. Mhm. Das war mir da irgendwie nicht wert gewesen. Also bei mir haben sie auch nicht so einen riesen Vorschuss vorgeschlagen. Darum habe ich den aber das war eben vor 6-7 Jahren gewesen. Heute ist es ja, anders. Heute kommt es schon noch ein bisschen Batzen über. Oh, ich würde jetzt behaupten, früher hast du noch viel mehr bekommen. Hm? Ja. Früher hast das, was sie uns angeboten haben, ist nichts gewesen. Also da haben wir wirklich den besseren gemacht. Vielleicht war es auch ein Ding gewesen, so. Aber noch früher hast du ja noch viel krassere Budgets. Sorry, wenn du das hast. 20K nur für Videoclips bekommen. Weißt du, so, das kannst du heute abschminken. Oder? Ja, und heute ist jeder dritte Rapper bei einem Major und sie
teilen einfach den Plot. Früher haben sie einfach weniger Artists gehabt, haben mehr können reinbuttern. Und heute haben sie einfach viel mehr und geben einfach dementsprechend ein bisschen weniger. Weißt du immer. Wenn du zu einem Major gehst, hast du einfach die Praktikanten dort, die vom 8. bis um 5. arbeiten. Und denen ist es eigentlich scheißegal, wie du, was weißt, wie du chartest, was du machst. Und wenn du das so aus dieser Perspektive redest, dann bist du schon in also Verhandlungen gehabt? Oder sagst du jetzt das einfach, nein, ich kann lieber das kennst du vom Gehören sagen? Oder? Ja, nein, ich kenne es. All meine Kollegen sind bei mir. Und ich mache es lieber mit einem Team, das wirklich, weißt, 100% dahinter steht und es geil findet. Mhm. Und nicht einfach, weil es ihr Job ist. Darum habe ich immer alles selber gemacht. Aber klar, wenn jetzt ein Major kommt und sagt, da 50'000, dann ist meine Unterschrift sofort. Fix. Wir sind alle käuflich. Sonst schon auf der HD, oder? Schon drauf. Kannst du gerade haben. Schichtsdämon. Oder? Schon alles aufgenommen. Aber es wird nicht passieren, weißt du? Die Majors. Wer ist der dopeste Rapper von 041? Mimix. Also nicht nur auf 041. Ach, jetzt denkst du, sagst Mann. Du. Nein, ich sehe. Ich muss jetzt hier nicht der beste Rapper sein. Nein, Mimix. Also auch schweizweit finde ich, Mimix ist krass. Number one. Ja, Mimix ist top, komm gerne. Schaut auch den Mimix, Mann. Mimix ist toll. Mal einfahren. Sollen mal einfahren, Mann. Gut schon, gut schon. Er soll unbedingt mal einfahren. LC1 auch sehr Talentiert. Anders halt als der Mimix, aber ja, auch. Ja, anders, das ist so geil, weißt du, das ist ja wichtig. Ja, bei euch habe ich bei allen das Gefühl, oder vor allem bei dir und beim LC1 ist so, ich habe das Gefühl, für euch ist das Rap, also das Basis-Rap-Ding, wie, einfach, glaube zu easy. So nehme ich es wahr. Ja. Darum machen das vielleicht Parodieren. Das ist so Basis-Rap-Ding. Nein, ich sage jetzt einfach so 0815 Boom-Babs, weißt du, und ein bisschen Bars schreiben und dope sein und so. Ich glaube, für euch fällt das sehr easy. Eben, du schreibst auch sehr schnell. Ja. Darum, ich weiß nicht, so nehme ich es wahr, dass es vielleicht dann einmal einfach sagen, ja, komm, wir parodieren ein bisschen. Wir machen ein bisschen Pimmel-Rap und so. Weißt du, was ich meine? Also, du. Check sprach nicht. Nein, ich bin voll. Bist du schon auf Stein, oder was? Noch nicht. Aber ich habe eigentlich vor, heute ein bisschen sippen. Ich habe strenge Woche gehabt. Ich habe es erzählt. Allen. Der Grund, wieso ihr nicht so verschachtelte Musik macht, wie eben irgendeine Trap-Linie fahrt oder eine Boom-Bap-Linie oder irgendwie was auch immer. Ihr macht ja eben auch der LC1 sehr pop-affine Musik mit lustigen Lyrics. Ich habe das Gefühl, eben, ihr macht das auch aus dem Grund raus, wie Leute das andere. Ich glaube, es fällt euch einfach easy. Nein, darum habe ich es nicht gecheckt. Nein, okay. Also jetzt Trap, das ist jetzt voll nicht mein... Ja, aber könntest du auch. Ja, aber es kommt nicht... Es wäre nicht real, weißt du? Es kommt nicht über, glaube ich. Ich bin nicht so der Trapper. Nein, ich habe es nicht gecheckt, weil ich finde es im Kontext mit dem Mimix ist es falsch. Weil der Mimix empfinde ich sehr als ausklügelt, was er macht. So, weißt also, du, ja, kannst nicht das sagen, ist ja, das ist so. Nein, ich separiere das ja. Der Mimix macht ja das vollblutmässig. Er will ja auch immer killen und dope sein. Eben. Und ich glaube, du und der LC1 könnten das auch. Yeah. Aber ihr werdet ja immer ein bisschen eine andere Schiene. Ja, so. Es ist halt ein anderer Style. Gell? Jeder hat so seinen Style. Der Mimix ist auch voll der Techniker und... Und ich gebe halt wirklich einen Fick, so was ich, zweisilbige Rhymes, so ja, wenn es passt und sonst Zwangsrhymes, scheissegal. Ja, der LC1 ist vielleicht einer, der eben auch nicht so Berührungsängste mit Themen hat. Er ist ja, halt mehr so ein Charakter. Ja. Er hat so eben so sich selber lustig nehmen, so hat er keine Mühe damit. Ja, das ist ja nicht. Mega aus, so, oder? Ja. Ich meine, wenn es der Song ist, ein Krokodil, oder was ist das? Krokodil? Saurus. Lieblingssong von meinen sorry, Kids. Sorry, Elsie. Krokodil. Und der neue, wie heisst der? Kuchen, Cake? Kuchen, ja. Wenn ich das aus einem Rap-Kontext höre, weißt du, finde ich es mega herauf. Weißt, so. Ja, es geht, oder? Und so. Aber wenn du dann die Mühe machst, um genau anzuhören, was er genau gemacht hat, so ist es super gut, weißt du? So, es ist einfach für Kids, oder? So, es ist so, Kids fühlen das Shit. Ja, und krass. Kuchen geht live. Eben. Crazy. Habe ich gesehen ein paar Videos auf Instagram. Ja, so. Krank. So ein Kuchen backen. Kuchen ist fein. Drei Türen fallen. Zutaten sind kein. Aber ihr habt eine sehr krasse Fanbase in der Schweiz auch. Ja, übel. Das ist crazy. Das haben wir wie aufgebaut mit der Zeit. Halt. Wie ist es, wenn ihr ein Konzert spielt in Luzern, jetzt Botetaufi, und wenn ihr in Zürich spielt? Ist es same energy? Ja. World.
worldwide. Also das ist jetzt worldwide. Von was jetzt? Von also mit 4-1? Nein, mit der Community, weißt du, mit der Crowd. Nein, aber wenn sie als 0-4-1 auf Tour gehen, oder was? Ja. Wir gehen ja nicht als 0-4-1 auf Tour, wir gehen ja... Wir sind einfach eine Crew, eine riesen Crew, und wenn einer Auftritt hat, gehen halt alle. Wow. Und ja, vielleicht gehen wir schnell auf das hin, wer oder was ist 0-4-1 effektiv? Dass wir das mal schnell eingrenzen können. Ja, es sind einfach die bekannten Jungs von Luzern. Mm. Wer ist dabei? Livio. Es ist nicht, weißt du, wir haben nicht irgendwie... Ja, Ali, Livio, Pablo, der ganze Kuchen steht dabei. Wer Zeit hat... M auch, ist auch... Der M ist auch Teil. Wir haben einen Chat. Wenn einer das Konzert hat, wird 3 gepostet, wer kommt. Hey, das ist der legendärste Chat von der Schweiz. Der 041-Chat? Yes. Ich dachte, das ist der Cornerstalk-Chat. Aber nein, der 041 ist der Ding, ey, Mann. Was soll man über das Tiso schreiben und so? Das ist crazy. Du hast immer das Gefühl, wir haten dich. Das stimmt gar nicht. Habe ich nicht gesagt? Ich habe das Gefühl so. Wie kommst du jetzt auf das? Nein, ich weiss einfach, der Chat ist legendär. Der Chat ist von Pablo und so, er sagt mir, der Chat ist legendär. Ja, okay. Da gibt es dem, wie, weiss ich, wie viele. Kannst du dir vorstellen, wenn 20 Leute in einem Chat sind? Weißt du, Gossip, wie fühlt es? Ja, wie der Villa hast du ja. Und ich, oder? Im Corner ja, Chat, oder? Nur am Blödtour. Geil. Ursprünglich war das so ein Rapper-Chat gewesen, und da haben wir auch so, weißt, so Lines so geschrieben und jetzt ist es ausgegangen. Aber 041 ist straight Luzern. Ja. Wieso ist zum Beispiel ein Ali in dieser Crew eingebunden? Ja, keine Ahnung, das ist einfach, das ist einfach dabei. So. Das ist einfach so, ja. Keine Ahnung, ja. Ich kann es dir nicht erklären. Ich bin ja auch erst später dazu, wo der Ali schon drin war in dem Chat. 041 ist eigentlich ein WhatsApp-Chat. Wenn du so willst. Die ganze Crew. Das haben wir jetzt gedacht, dass es ein WhatsApp-Chat ist oder nicht irgendein... Es gibt ja Chats oder so. Ja, es ist ja nicht irgendwie... Weißt du, wir sind ja nie irgendwie... Es gibt kein Sampler oder irgendwie, weißt du? Es sind auch Freunde von Luzern, die... Wird es das mal geben? Wahrscheinlich im Gespräch sein, aber ich glaube nicht. Das ist ein schwierig, wer den Lead übernimmt. Also, erst labelmässig. Gut, jetzt wäre es mittlerweile ein bisschen einfacher, aber... Und dann beitechnisch, man überlegt mal, ey. Weißt du, wie schwierig? Das weiß ich gar nicht. Es hat ein paar Producers in Luzern, die dope sind. Nein, dass alle cool sind auf dem. Weißt du, musst du ja finden, Mann. Es wird schon gehen, wir haben ja Insta-Tracks alle miteinander. Da arrangiert man sich ja auch. Ja, es wird schon gehen. Ja, oder dann wärst du gut, dann hast du 3 auf einem und auf dem anderen hast 2 und auf dem anderen 5. Das wäre wirklich geil, mal so ein Sample. Broken Mantle hat genau ein Album rausgegeben, oder? So als BM. So. Das ist auch eine Zangengeburt, sie fragt den Blanco. Es ist immer mühsam, wenn nur viele Leute involviert sind. Ja, schon, eben. Ja, siehst, darum bin ich so, tue ich so gerne allein arbeite. Ja, ist doch chill. Das stresst mich niemand. Ja, und wie es für dich war, nachher als Böstler so, was plötzlich geheiss hat. So ein Wichser, Alter. Geil, weil ich liebe den Job. Scheiße auf Rap. Bro, ich kann nicht mal Böstler. Bro, ich kann nicht mal meine Frage fertigstellen. Switch. Bro, richtig. Ich kann nicht mal meine Frage fertigstellen. Weekend Superstar. Also, nein, plötzlich hast du einen Frontcover überall und so, der Schweizer Rapper und so. Das auch nicht. Also, was ist dein Job? Ja, ich halte das als Aufhänger, weißt du, so ein bisschen Mainstream. Wie ist es gewesen? Du bist in deinem Daily Business hin, ein paar haben gewusst, du bist ein Rapper und plötzlich haben alle gewusst, du bist ein Rapper. Wie hast du das gemacht? Nein, schau, mein Ding war, ich bin ein Rapper. Überleg mal, Frontcover auf der Post, der Rapper, der Böstler. Alle haben die ganze Schweiz gewusst, das ist der du. Mein Ding war, ich bin ja bekannt. In der Schweiz bist du bekannt, aber verdienst kein Geld. Und ich bin der scheiß Böstler. Und halt verdammt bekannt wegen UP. Und ich bin überall Leute und jeder hat mich kennt. Das war mir mit der Zeit etwas unangenehm und dann habe ich halt so wie Gegenangriff. Also, ich bin der Böstler. So. Weißt du, so habe ich es halt wirklich publik gemacht. Zuerst war es etwas unangenehm, so, ja, ich bin zwar Rapper, aber ich muss halt arbeiten nebenbei. Und dass du die Böstler. Arbeiterklasse auch so will zeigen, ja. Oder? So. Ja, nein, nicht unbedingt. Mir war es auch wirklich unangenehm. So. Eigentlich bin ich verdammt bekannt und man meint, ich bin eigentlich stinkreich, weil mich ja, jeder kennt. Ich weiss, aber ich bin halt gleich ein Böstler so. Und ich bringe ein Päckchen. So. Mhm. Mir war es sehr unangenehm gewesen. Und dann, halt, weil ich halt auch immer während dem Arbeiten so erkannt worden bin und so. Da habe ich gedacht, so scheiß drauf, es ist halt wie es ist. Aber das ist genau. Beim Böstler hast du ein Zeitlimit, wie du deine Dinge musst verteilen musst. Wie hast du das nachher gemacht? Wenn du jedes Mal hast du noch hängen musst. Du warst Böstler gewesen, oder was? Bro, ich kenne alle meine Böstler. Wenn ich mit ihnen sage, ja, ich kann nicht zu lange reden, weißt, ich muss weiter und so. Wie hast du deine Touren gar nicht einhalten können, weil du überall musst Autogramm und Fotos machen. Hast du Schal? Hättest du nie wollen können? Nein, ich habe nachher, manchmal habe ich so gepostet und so, haben sie mir verboten.
habe ich nicht machen. Ja. Ja. Okay. Also Postgeheimnisse. Und haben sie 20 Minuten aber mehr gegeben für deine Tour, die du hast? Nein, was wirklich. Du bist ein Wichser. Nein, nein, ich meine sie im Ernst. Wie ist es so intern? Nein, also ich bin... Hast du deine Tour immer on time durchgebracht? Ja, ja, eben, ich habe so einen Schal, weißt du, wieso? Ah, eben, du gehst ja mal vermummt dann. So, deep top, kennt mich keine Sau. Aber es ist lustig, wir haben so, vor allem halt die albanische Community kennt mich wirklich, so die Väter und so, weißt du, kennen mich auch. Weißt du, so nicht so die Jungen, schon auch, aber auch halt so Leute ist bei einem Blog, da kommt wirklich so ein alter albaner Vater raus. Baba Ausländer. So, geil. Brate. Der Rätsch macht das Viertel, gehst weiter. Ja, das ist nice. Jetzt ist es nicht mehr so schlimm wie damals, ist wirklich übel gewesen. Hat der Effe noch Ambitionen, um nochmal richtig steil zu gehen? Ja, ich bin jetzt an einem Projekt. Hat nicht viel mit Rap zu tun, aber ich kann noch nicht viel zu verraten. Mhm. Aber ich bin wieder dran, ich bin jetzt auf 60% runter bei der Post. Das du bist am Kuchenbacher. Ja. Du bist auf 60 runter mit Familie. Ja. Und Frau auf 100. Nein, nein. Kann gut arbeiten, Mann. Kann, mach einfach. Nein, ich mache hier noch Musikvideos. Okay. Das Bro! Das Werbevideos. Das ist ja, ich er macht die ganze Live-Insache. Ja, das habe ich gewusst, Mann. Ja. Nightclass. Also mit dem SDA zusammen. Ja. SDAsch. Ja. Das ist mein Bro. Und mit ihm zusammen jetzt haben wir eine Firma gemacht. Und der kommt natürlich sehr viel Cash. Machen die viele Videos? Ja. Ja, ach, das kannst du mir nicht leisten. Wie alt sind Kinder jetzt? Die Tochter ist 10 und die Söhne sind 4 und 2. Ah, okay. Hast du noch ein bisschen, hm? Mhm. Ja. Hast du noch ein Nachzügerchen gehabt, hä? Mhm. Ja. Ja, voll. Okay. Yes. Du hast auch viel. Wie viel hast du? Ja, 4 so. 4? 4 offiziell. Scheiße, wegen Auto, he? Ja, ich habe den grössten geholt, einfach 7 Plätze. Hat es nicht viel geil, lieber? Der Santa Fe ist geil. Der Hyundai. Der ist ja, der. Ja, ich weiss wel. Frau ich hätte die Van müssen holen, weißt du, der VW oder der Ding, oder der California. Nein, der Touran. Der Touran oder der California. Die der haben Touran. Meine sind eben schon 18 und 15, ist schon, die haben schon ein Abo. Ich wohne mit 2 Plätzen dann. Weißt du, ich hatte den Hammer, der war super. Ich hatte alle schön Platz. Aber jetzt habe ich den auch nicht mehr. Aber ist geil zum Hören, das heisst, wenn du auf 60% runtergehst, das hast du einfach gut können, oder so, hast ja du gesagt, ist gut. Ja, es läuft. Und dann heisst es aber auch neues Album, ja. Konzert, ja. Nochmal Gas geben. Mhm. So. Ja, voll. Wo holst du die Energie an, so, zum irgendwie finden, so, ich bin noch nicht fertig, weißt du? So, es ist so, ich zeige euch nochmal allen, was, wo der Hammer hängt. Ich mache seit gefühlt 20 Jahren Musik. Es ist wie ein Teil von mir, weißt du? Es ist nicht so, jetzt höre ich einfach auf und mache nicht mehr. Mhm. Es ist so wie. Ja, aber ich meine es mehr so, klar, das geht uns ja wie allen so, aber dass du irgendwie sagst, okay, ich will irgendwie wie Turnover generieren. Ja, ich mache ja Musik. Dass die Leute hören. So, ich mache nicht Musik für mich so, weißt, im Räumchen oder für meine Jungs. Ich wollte wirklich Musik machen, um das breites Publikum ansprechen oder weißt, möglichst viele Leute erreichen damit. Und darum. Ja. Wenn ich etwas mache, dann wollte ich schon, dass es klopft. Wann hast du das letzte Ding rausgebracht? 2018. Das Captain Hook war das letzte. Das ist eigentlich eine lange Zeit. Ja. So, wenn du nichts hörst. Ich bin halt viel mit den Jungs unterwegs. Mit den Features und so. Immer und live, Videos immer dabei. Und so. Videos. Immer connected halt mit. Halt auch jetzt vor allem durch die Videos, ja. Ja, die Leute müssen mal einfach checken, dass auch wenn es mal ein bisschen ruhig wird, du meinst, so, eben wenn du Passion hast, so, dass trotzdem die Leute mal das Gefühl haben, ja, weißt du, so, sie checken mal wieder, was dahinter ist. Dass, ja, man immer, dass man immer dran ist mit irgendetwas. Ja, man ist mit dem ist es, ja, jetzt ist 3-4 Jahre kein Effe-Album gekommen, ja, der Typ rappt nicht mehr so, weißt du? Ja, das müssen sie irgendwie auch mal checken, weißt du, so, wenn du wirklich Passion hast. Kontext setzen mit dem Cash, weißt du? So, also, das ist klar. Ich finde es geil, dass du jetzt irgendwie sagst, hey, ich mache es, damit es auch die Leute hören. Also, das heisst, du musst ja wie so nach dem Pen Game und nach dem Aufnehmen, nach dem Producen so nochmal einen Step mehr machen, um in die Phase hineingehen, was du wirklich den Leuten willst zeigen. Ja, das ist nicht immer das die Phase. Das ist auch so finanziell, weißt du, kannst. Also, ich würde es mir nicht. Also, kann man es nicht leisten,
jetzt Geld in, zu investieren für ein Album, das dann nicht zurückkommt. So. Mhm. Also es muss sich verkaufen. Das, also ich will sicher nicht Minus machen so mit einem Album. Aber gehst du in dem Fall auch mit dem Mindset an, dass du wirklich einfach willst, so ein bisschen kommerziellere Musik machen? Ja, unbedingt. Ja. Das ist crazy. Ja. Also schon immer. Ja, ich eben immer. Zum Beispiel nie. Also, aber es ist ja geil, weißt du? So, yeah. Jeder ist anders. So. Ich finde, das ist schon interessant. Und was hat, und du hast ja den Ding nochmal, der Fame Store, was ist das? Das ist meine Firma. Das ist die Firma? Mhm. Also wo die Videoclips gemacht werden. Genau. So. Aber hast du ein Merch drauf und alles? Also es läuft alles über den Fame Store? Das ist halt eine Einzelfirma. Früher war es eine GmbH. Früher ist Fame Store das Label von Ausländer Production. Okay. Dann haben wir es liquidiert und jetzt ist es einfach meine Einzelfirma. Und jetzt mache ich einfach steuermässig, weißt du, dass ich es noch einmal kann. Ja, check. Okay, schon okay. All die Gagen und so. Okay, das läuft alles über den Film so. Ja. All die Videos und alles. Ja. Einzelfirma? Ja. Ich habe gemeint, du musst immer den Namen in der Einzelfirma haben. Ja, er heisst R.Graf Filmstore. Ah, eben. Okay. Also auf der Rechnung steht das. Ja. Aber gegen uns ist das scheiße. Also S.Rator Corner Talk. Ja. Wäre das dann. Aber weißt du, es längt über das Label, kann ich gleich kommen. Ja, wir reden damals auch darüber so, wir wollen irgendwie, was auch nicht, einen Verein gründen oder irgendwie so. Weißt du, No Basic, ja, Verein. Ja. Mein Name ist auch Marco Ferrari Biscuit. Hast du das auch gehabt? Du hast das als Einzelfirma deklariert? Ja. Du bist ein Alpha. Ja, ein Busprojekt. Ich habe meine Barcodes, alles klebst du drauf. Ja, also die kommst nur rüber, wenn du... Okay. Ich schreibe den Namen auch so, ja, wir möchten, ich rede nicht mehr so in der dritten Sprache von mir, sondern so mein Zeug, dritte Person von mir, weißt du, wenn dann Leute geschrieben haben und so, ja, wir haben ein Ding und so dabei, weißt du, ich bin auch ich oder so. Ja, besser dritte Person. Habe ich mir ein Login gemacht für die Phonak, weißt du, wo du kannst Radiobemusterungen machen, digital und so, oder? Scheiße. Das kannst du alles selber machen, oder? Wir sind ein Label. Wo es jetzt nächste Woche ein Zettel gehabt, schreiben fix, Login, alles gut, weißt du? So, musst gar keine. Und andere Labels bieten dir das an, für Cash, weißt du? So. Das kannst du alles selber machen. Bro, wie war eigentlich der mit den Bieren dort? Music Awards? Er hat den geilsten Move von allen gemacht. Ich hätte genau den gleichen gemacht. Du hast einfach wirklich einfach Opportunist. Der Blick hat uns, wenn du an die SMS gehst und irgendwie etwas präsentierst, musst du um 10 Uhr am Morgen dort sein. Der Blick ist eingefahren mit seinem Tannenschnaps frisch und ist das irgendwie gerade rausgekommen. Schon mal eingesippt. Er hat uns da so eine Schachtel mit Shots gegeben, so um 10 Uhr am Morgen. Tschüss. Nachher wirklich hacken dort. Zuerst gehst du noch so auf ein Schiff dort, am Vierwaldstättersee, machst du noch in die Runde dort, siebst auch noch ein bisschen. Der hätte schon gekotzt. Hey, übel gewesen. Nachher sind wir wirklich dort auf dem Weg zu der Bühne gesehen, so ein Früchtekorb. So, und du hast also schon schön im Sud und so. Ja, alles. Komm, nimm die Bier mit. Einfach gegessen. Die Zucker, also, wenn du jetzt Bödeli brauchst. Ja, einfach Bier gegessen. Nicht einmal weißt, geplant oder so. Yeah. Und dann irgendwie am nächsten Tag ist es überall so. Also du bist auf der Stage hackendicht. Ja, hackendicht. Wirklich. Und du hast gefunden, jetzt sind wir da eingeladen in dem scheiß Event, ja. Ich gebe mir Kante mit Ich muss Scheisse nichts sagen, weißt, nur der Ankel redet so voll easy. Ich muss einfach dort stehen. Und Ankel aber immer seriös gewesen. Ja, ja. Trinke nicht zu viel. Fritz hat euch zusammen. Dort Luca Hanni im Backstage. Wir so. Das war lustig. Ja, und eben am nächsten Tag war es überall in der Zeitung. Während der Veranstaltung hat es gar niemand gecheckt. Und ich dachte, ja, voll easy. Also, weißt, das ist ganz anders. Hey, das ist so geil. Am nächsten Tag, du hängst einfach und schaust und denkst, ich bin so mängisch. Leck sind ihr mängisch. Wenn das Highlight von eurer Scheisse Wardshow ist, ich so super. Du den Leuten erklären, so, was ist denn wirklich der Task gewesen? So. Es ist von wem? Vom FM mit der Bühne. Das muss er erklären. Es ist, der Mimix hat den Award für Best Group verliehen. Verliehen, okay. Und Laudatio Calto. Laudatio Calto. Und wir sind halt das Group. Und er den ganzen Tag nervös. Es geht. Er hat seinen Text schon vergessen.
Ja, aber ich bin gefahren, ich habe nichts kein Test gehabt. Er ist eingesämt wie ein Boss. Er hat einfach gesagt, komm, gehen wir an die SMAs und so. Und ich bin noch nie gsi, so easy. Komm mit, geil. Also, bist du schon mal an den SMAs gsi? Bro, sicher nicht. Ich auch nicht, aber ich bin immer ein bisschen so, habe ich schon gefunden, so, hey. Es ist schon geil, schon lustig. Jetzt habe ich es gesehen. Ja. Es sind all die... Ja, ich würde auch gehen. Und dann ist der Effe eingefahren und hat bei der Laudatio... ich bin im Hintergrund gestanden und einfach ein Bier gefressen, und ich dort eingepackt habe. Eben, noch kein Problem, oder? Alles easy. Da hat es wirklich so Leute gehabt, weißt du, Blick-Kommentare. So, was für ein... Was ist der für ein Bier und so? Wie spinnst du eigentlich? So, Disrespect. Wie also ist das und so? Da habe ich wirklich Low Lady kennt den Award gewonnen, habe ich wirklich geschrieben, so Jungs, es ist kein Disrespect gegenüber, ich bin wirklich einfach hacke, sorry. Das sind gesagt von uns. Das ist auch so in den letzten Music Awards, die Slam-Poetin, wie heisst sie? Hazel Brown? Hazelbrucker, wie heisst sie? Hazelbrucker. Ja, wo der Preis verlegt, dann irgendwie so über den Pop gelästert hat. So. Keine Ahnung, ich bin überhaupt nicht... Ja. Wo nachher der Loco Escrito wie ein G eingefahren ist und gefunden hat, hey, yo, puta, que pasa? Weißt du, so, ich habe es eigentlich noch stark gefunden von ihm, so, dass er dort irgendwie ein bisschen gesteppt hat. Hast du das nicht mitbekommen? Ah, ja, ich habe auch gefunden. Nein. Also es ist, ich glaube, ein bisschen an mir vorbei. Ich habe wirklich nur das Zeug da. Ja, ich kann es auch nicht so abbauen. Fun Fact, Loco Escrito, Mimix und ich waren so die ersten Signing von Farmore Records. Okay. Es gibt noch so lustige Bilder von uns vom Label-Shooting und so. Ja, geil. Lustig. Also Farmore, wo... Also Farmore ist No Hook. FM. So... FM Records. No Hook ist, glaube ich, das Unterlabel. Oder auch nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ja, die haben irgendwie angefangen zusammen und... Oder irgendwann aber die gibt es noch, Farmore. So. Ja. Als ja, die gibt es. Ja, Loco Escrito Spig, oder? Also die, sind, die machen dann einen richtig guten Job. Aber ist das der einzige Künstler dort? Oder? Ja, oder einfach der, wo... Ich weiß auch nicht mehr, was gut reist. Also der Livio und der LC1 ist noch drin. Eben. Ja. Also... Farmore Records kennst du schon. Doch, ich kenne Farmore Records schon, ja. Eben, FM. Ja. FM Records. Ich habe einfach nie, jetzt nie mehr etwas gehört von denen und so. Aber er ist in dem Fall der Umfang. Ja, ist eigentlich auch, weißt, das Indie-Label, wo eingefahren ist, ein paar Dudes zusammen, weißt, und dann steht irgendwie gerockt. So. Ich finde es super cool. So. Das ist so the way to go, finde ich. Und jetzt haben sie wirklich einen Künstler, wo sie wirklich können, irgendwie Turnover generieren können, der irgendwie funktioniert, der läuft und so. Und der Escrito ist auch ein MC, weißt du? So. Ja. Es war auch ein MC gewesen, so. Wäre eigentlich auch mal spannend, so, oder? Ja, wie haben die geheissen, Mann, von Fritziken, gell? Sind es dritte gewesen, ja? Ja, voll. Ja, voll. Okay, also komm, jetzt sind wir bei dem Album gewesen. So, jetzt, ich bin immer da, um ein bisschen versuchen, der rote wieder einen Faden reinbringen in das Ganze. Vom Böstler wieder Böstler zurück an. Zu der Musik. Zurück zu der Musik gehen. Also, jetzt wissen wir, das ist etwas Neues am Kochen. Was macht so der Künstler Effe aus? So? Weil du bist mega eclectic unterwegs. So. Du hast dich nie so, habe ich das Gefühl gehabt, gell? Das ist einfach meine Perspektive, so, wenn ich die Alben gehört habe, so, dass du dich nie so festgelegt hast auf einen Stil. Weißt, so. Es war nie straight, du bist immer in andere Genres so ein bisschen ausgewichen. So. Was ist der Background oder was ist die Idee gewesen dahinter? Hast du immer ausprobiert? Oder hast du jetzt für das nächste Projekt irgendwie sagst, okay, Effe steht auch ein bisschen für das, oder gehst du auch wieder voll eclektik querfeld ein? Also beim nächsten Projekt auf jeden Fall, aber jetzt das Beste... Also für das nächste Projekt gehst du in jedem Fall querfeld ein? Ja. Hat auch nicht mehr wirklich mit Rap zu tun. So. Das ist wirklich so ein eigener Sound jetzt, aber ich wollte noch nicht zu viel verraten. Hast du gesagt, es ist angekommen. Aber jetzt, eben beim Böster-Album ist halt... das Ding war, ich wollte unbedingt mal mit der Band etwas probieren. Da habe ich das gemacht. Beim Captain Hook 2 habe ich die Dancehall. Dancehall ist eh mein Lieblingsgenre. Das höre ich eh immer. Und dann habe ich das mal ausprobieren. Darum war es auch recht Dancehall-lastig. Der Pronto ist ja dort auch... Eigentlich, das Ding war... Dann haben wir auch ein Video rausgehauen, gell? Ja. Das war ein geiles Video. Eigentlich haben wir mit Pronto ein Mixtape rausbringen. Und dann ist er einfach plötzlich voll durch die Decke gegangen. Dann ist Universal gekommen.
geschnappt. Dann ist es kompliziert worden. Das ist mühsam geworden. Ja, da habe ich gesagt, Facebook geschrieben, es ist kompliziert. Da habe ich gesagt, Bro, ich bringe es halt selber raus. Ja. Unterhalb gehabt genug. Dann ist es halt ein Dancehall-lastiges Tape. Und er hat mehrere Parts drauf gehabt. Er ist schon, glaube ich, 5 oder 6. Ja, okay. Fast ein Collabo-Album gewesen. Wir haben eigentlich eins gehabt. Wir haben etwa 10 Tracks. Ja. Wer? Im Pronto. Effi hat mit dem Pronto... Eigentlich haben wir ein Tape machen zusammen, weißt du? Und dann ist er so wirklich durch die Decke. Und dann ist halt eben Universal go. Also jetzt nicht Universal Schuld gegeben, aber es ist halt... Läuft der Dinge so. Und dann ist halt er sein Weg gegangen und ich dann halt... meine. habe ich das Tape rausgebracht. Darum ist es halt recht Dancehall-lastig. Weil der Pronto ist brutal. Zweiter Captain Hook, oder was? Ja. Er hat mir Songs gezeigt, weißt du, wo er auf die Patois sprach. Hey, brutal. So Dancehall-Zeug. Übel. Weißt du, kriegen wir auch mal zu hören von ihm irgendwann. Who knows? Er war jetzt in Jamaica, oder? Mit dem Luki, ja. Mit dem Luki hat er gepostet, ja. Er hat wirklich, er ist abartig. Ja. Ich habe Songs von ihm, die er mir mal geschickt hat, weißt du, so wunderbar gemacht hat. Richtig krass. Ja. Abartig. Er hat mir immer so am Morgen um 5 Uhr hat er mir so Sprachnachrichten und Hooks geschickt und so. Er ist Schauart. Immer im Studio. Aber jetzt reden wir wieder über jemand anderes. Ja. Ich will eigentlich über dich reden. Nein, gehen wir nochmal noch ganz... Darum ist es halt so Dancehall-lastig. Ja, gehen wir nochmal ganz zurück. RAF. RAF-Zeiten. Ja, voll. Was ist RAF gestanden? Ja. Das ist mein Name, Raphael. Ah, gut. RAF. Okay. Und was bist du denn? Auf welchem Film bist du? Recht agro, asozial. So deutsch-rap-mässig, oder was? Cool Savage war mein Einfluss. Gewesen, so. So, Berlin-Maskulin. Ja. Cool Savage. Pimp-Legionär. Ja, voll. Ja. Also ich bin ja vom ganz, also durch das DJ-Zeug, ich bin Basketballer gewesen, Baller. Alright, wie lange hast du gespielt? Schon 5 Jahre, glaube ich. Also, ich habe 4 Jahre gespielt. Ja, bis 4. Liga. Amateur. Ich habe eine Saison gespielt, ja. Okay. Ich bin recht gut gewesen. Also Auswahl gewesen. Ich war nicht so gut gewesen. Aber dort bist du ja dünn gewesen und alles. Ja, aber gut. Also, dass du 4 Jahre gespielt hast... Ja, der Villas hat etwas sagen. Ich gebe dir einen Dreier ins Face, also. Bitch. Okay, wartet schnell. Also. Bro, ich habe eine Saison bei BC Regensburg gespielt. Ich bin am Lügen! Doch. Also, ich habe eine Saison beim BC Regensburg geshootet. Ballet. Und wenn du sagst, du hast 4 Jahre BC, also du kannst ja nicht ballen, dann frage ich mich schon, wo du 4 Jahre bist, auf der Ersatzbank gewesen, oder? Viel, ja, viel. Aber ich habe, das war übrigens Phoenix Basket Regensdorf gewesen, so. Ja, wo du gespielt hast. Nicht BC Regensdorf, ja. Gell? Weil das steht, wo ich herkomme. Bro, don't play me. Wir hatten ein separates Team im Nein. Es ist Olympia Basket Regensdorf. Von dir gibt es das legendäre Video. Ich weiß nicht, ob das noch existiert. Weißt du welches? Mit dem Auto in den Rührwürfen. Den Benz. Den Benz. Ja. Okay. Also ich war immer ein riesen Baller. Ich habe parallel beim FC Affolter geshootet und beim BC Regensburg. BC Regensburg, was ist das? Basketballclub Regensburg. Weißt du, Olympia Leibin Basket. Übrigens auch. Hat auch Leibin ist übrigens... Der Renato Matschi war mein Trainer. Ja. Übrigens, Renato Matschi hat lange in der Nationalmannschaft gespielt. Nein, also schau, es war so. Olympia Basket Regensburg ist Konkurs gegangen. Die haben irgendwie so Amis eingekauft und so. Und dann hat es keinen Stuss bekommen. Und nachher haben sie Phoenix Basket Regensburg gegründet. Und dann ist der Jubel gekommen, oder? Und dann haben sie gemacht und so. Und ich bin dort wie so die Neuherren-Eis-Mannschaft mit dabei gewesen, so ein Junge. Und es hat immer so einen alten Jubel gehabt und der hat uns alle 3 ins Face gerührt. Weißt du, das ist nicht mehr die Beste gewesen. Er hat Oldschool geschossen, weißt du, so die höheren Bälle, weißt du, so im hohen Bogen, nicht die flachen Streetball-Levels, so, weißt du, er ist wirklich huere krass gewesen. Aber ich gebe es zu, ich bin wirklich kein guter Baller gewesen. So, ich hatte auch den Meniskus am Arsch gehabt und so. Ja, aber Bro, dann hast du 4 Jahre im Verein gespielt. Aha. Ja, über ihn. Okay, anyway, es geht um dich. Du hast bei BC Hammerbrook, hast du Basketball gespielt? Ja, du Fußball gespielt bei BC Hammerbrook. STV Luzern habe ich lange gespielt. Und nachher Auswahl, Zentralschweiz. Und nachher bist du dick geworden und nachher ist es nicht mehr gegangen. Nein, nachher habe ich Rap und dann war es vorbei. Hat der Kids bekommen, oder?
Nein, das ist noch viel früher. Das ist so wie das hat eigentlich wie zu dem Hip-Hop-Zeug dazugehört, das Basketball. Immer. Das ist die End-One-Zeit gekommen. Ja. Da haben die Mixtapes, Flashblast. Ja, voll. Kennt das immer nicht. Nein, ich habe dort wirklich gespielt, weißt du. So. Ja, aber während du spielst, hast du die Mixtapes gelassen. Morgen auf dem Court, ich bin gerade verdammt heiß. Ich bin so ein bisschen... Wie viel muss immer in der Becke spielen? Mit dem Leibin und all, mit dem Score und der so? Der Leibin ist weißt ja gut. Score kann nicht spielen. Leibin ist viel zu klein. Ja, aber Leibin ist... Nein, Leibin ist gut. Ist dope, ja. Ja, ist der Dobbs von unserem Ding. Ja, ist der Dobbs. Mit Pablo, ja, Pablo Kaugol. Ja, es lange doch nie. Ja. Okay. Es lange doch nie. Okay, Pablo, du weißt, was läuft. Das heisst, das nächste Mal ist das B-Ball-Turnier. Ich habe ja dort einmal... Hättest du etwas gemacht? Ja, ich habe eine Rap-All-Star-Formation machen. Mit dem Pfund spielt auch gut. Okay. Pfund ist dope, Basketballer. Spielt jetzt noch aktiv, jetzt bei den Veteranen und so. Ah, sicher? Mhm. Das habe ich nicht gewusst. Ja. Schaffhausen, ja. Das sollte man machen, wenn man lustig. Ja. Aber eben, Sema ist einfach so Sixth Man, weißt du. Schiri. Oder Schiri. Hänge mit den Cheerleaders, Mann. Ja. Ja, ich sag's so. Du darfst Jugos im Basketball nie unterstützen, gell? Hey, aber ist schon gut. Effe, gib mir schnell die geilste Backstage-Story, die du hast. Backstage-Story? Ja, man, du hast 1000. Oder Studio. Gib mir die geilste. Hose Rappers ist scheißegal. Die geilste. Hose, also das Familienvater ist nicht Hose. Nein, früher, wo noch kein Kind kam. Ich bin 15 Jahre mit der Frau zusammen. Nein, awkward. Ja, jetzt musst du eben ein bisschen weißt, beschissen mit den Jahren. Hey, hast du mir noch das Bier? Hey. Was willst du für eins? Nein, gib mir mal eine geile Backstage-Story, Mann. Ich weiss im Fall nicht. Gracias. Es ist allerdings gar nicht so spektakulär in diesen Backstage. Du behängst, wartest, bis dein scheiß Auftritt kommt. Dann... Also, ja, also hast nie, also ist nichts passiert. Nein, 20 nie. Jahren. Ja, komm, du bist so ein Hurenlieb. Ja, Ich habe mal mit Alcoholix einen Gig gespielt, im Winterthur. Nein, im Winterthur, ja. Hat der Tash das Messer rausgenommen? Tash Agro, ja. Tash hat der Sam erzählt, ja. Und dann war es ein Stein und dann fragt, kommt er noch zu mir und sagt so, wo sind wir? Hast du in welchem Land? Und so, ich so, wir sind in der Schweiz, so, mein Mann. Wer hat das gehört? Tash. Wo, Mann? Weißt du, Stein? Was? Dann hast du wirklich effektiv auf die hohen Drecksbühne und dann gesagt, hey, Sweden, what's up? Und so. Und ich habe dann gesagt, wir sind in Switzerland, Homie. Ja. Aber ist jetzt nicht eine krasse Story, aber ist lustig, nicht? Ja, es ist lustig. Und Slangnacht-Stories sind auch immer legendär gewesen. Slangnacht. Hast du viel Slangnacht gespielt? Bist gegangen? Gespielt hat er ja, hast du eh gesagt. Das ist ja geil. Was haben wir denn gehabt? Wir sind nicht nominiert gewesen, da habe ich einen Post gemacht. Das war zu Hype-Zeiten gewesen, Ausland Production. Mhm. Wir sind nicht nominiert gewesen. Da habe ich einen Post gemacht und da ist dann in 20 Minuten gekommen und alles. Das ist wie, müssen canceln und so. Dann haben sie es wieder nominiert für Best Videoclip. Dann haben wir dann gewonnen. Aber das war schon nicht mehr in der Rote, das war schon im Dynamo. Ich glaube, ja. Aber wir sind dann nicht gegangen. Also was, du hast einen Post gemacht, wo sie müssen canceln? Facebook. Ich habe so rasig gefunden, dass sie uns nicht nominiert haben. Ich war richtig hässig. Mhm. Für Best Album, oder? Best Videoclip. Video, was auch immer. Ja. Und dann... habe ich einen Post gemacht auf Facebook damals noch. Halt, weil ich mich nicht, wieder nicht mal... Und welches Video war es? Gewesen? Ich glaube, Würsi. Mhm. Von dir, oder was? Von Ausländer Production. Ja. Und dann haben sie es zurückgezogen und haben sie es wie noch nominiert. Und dann haben wir es dann gewonnen und so. Und dann haben wir was? Und nächstes Jahr ist dann Slangnacht nicht mehr gewesen. Du hast Slangnacht gekillt? Ich habe Slangnacht gekillt. Nein, das darfst du mir noch einen Shoutout geben. Nein, das ist, ich weiß nicht, ob das der Grund war, aber ich habe mich einfach, ich habe mich wirklich nicht akzeptiert gefühlt. Damals bin ich nur so drauf gewesen und dann habe ich echt so einen recht beschissenen, aggressiven Post gemacht. Und dann ist auch 20 Minuten gekommen und dann sie halt müssen Stellung nehmen. So. Aber das und dann haben sie euch nominiert. Ja. Okay. Das ist ein bisschen wack, weißt du. Dann haben sie reklamiert und darum haben sie. Aber das finde ich eigentlich sehr widersprüchlich oder respektive interessant. Weißt du, ihr macht, blöd gesagt, Halligalli, also ja, halt Mengi Musik. Ja, und nachher willst du aber trotzdem, dass ernst ja, du wirst. Also es beißt sich ja eigentlich. Ja, weißt du, was ich meine? So. Sinnlos. Aber ja, schon. Jetzt gibt es Slangnacht nicht mehr. Hast du den Preis geholt, oder?
Nein, unser Videoproducer ist nicht gekommen. Ja, die sind nicht eingefahren. Das ist Gangster. Und dann boykottiert? Ja. Okay. Okay, das ist Gangster. Einfach schnell wählen. Preisverleihung boykottieren ist Gangster. Ja. Egal von wem. Egal von wem. Na, wäre echt schade, ja, weil es länger macht, ist echt ein geiler. Du weißt, wir sind Zürcher. Hey, du, ich bin ehrlich, ich habe es geil gefunden in der Roten und so, wo es einmal so zwei Tage gemacht haben, Freitag und Samstag, weißt du, mit Leinen zu machen, aber sold out. Nachher im Dynamo, nachher, wo sie es verleiht haben, im Dynamo, habe ich es nicht mehr geil gefunden. In der Roten Fabrik hat es doch die B-Boy-Battles gehabt. Mhm. Dort bin ich eigentlich als DJ. Ah, okay, im B-Boy-Battle hast du schon. Ich war in einer Crew gewesen, damals als DJ und dort bin ich. Effe, als DJ so, bist du ein technischer DJ gsi? Ich war Pfeife gsi. Ja. Ich wollte dabei sein. Ja. Und ich habe einfach halt die Songs gehabt, die es gebraucht haben. Und ich konnte es geil zusammenschneiden. Ja. So Tempo anpassen und so hat funktioniert. Aber so, der Jungle ist dann schon. Nachher im Club, so ein, zwei Mal habe ich aufgelegt und immer verkackte Übergänge. Ich habe es irgendwie nie richtig gehört. Und, so. Mhm. Und dann habe ich gedacht, was ich. Scheiß drauf. Hat es abgelöst. Ja, gehen wir nochmal wirklich nochmal zu DJ House. Bin ich etwa zwei Jahre lang unterwegs. Das wäre jetzt auch noch, kann ich mir die Uhr gut vorstellen. DJ House, das habe ich geliebt. Das ist so geil. Ja. Nervig. Wir haben jetzt das Mic abgestellt. Ja, wir auch mit der Zeit. Nein, aber Effi, das ist jetzt gerade etwas. DJ, also du hast ja gesagt, du hast, bevor du gerappt hast, hast du angefangen, eigentlich so ein bisschen. Ja, das ist wirklich DJ. Aber was ist. Das nimmt mich jetzt wunder, das Bild. Jung Effe, Jung RAF. DJ RAF. Ist es wirklich so der klassische, so der erste Lehrlingslohn, ich kaufe einen MK? Ja. Das Teil. Und was sind denn die Einflüsse so, Bro? Jetzt hast du den Deutschrap, Savas, aber nein, was hat dich gar nicht Deutschrap. Deutschrap war damals nirgends. Es war wirklich so Pack. Und dann die R&B-Welle, die war. Also du bist so ein R&B-DJ, oder? Ja, und dann halt schnell Dancehall auch. Also das ist so der Ja Rule Wave und so. Ja Rule habe ich verdammt gefeiert. Das war geil. Und dann nein, Ja Rule habe ich geliebt. Moment. Ja Rule. Bis der 50 kam. Also Sveni Vedivici Album vom Ja Rule ist King. Gang mal schauen, Ja Rule, wie viele Hits der hat. Das ist abartig. Ist abartig. Er hat ja das Versus Battle gewonnen dort. Gegen den Fat Joe. Da haben wir Hands Down. Ja, Hands Down. Und ich bin reingegangen, ich so, look, Fat Joe killt den Ja Rule locker. Nein. Ja. Und der Ja Rule hat ihn gefickt auf jedem Scheiß. Der Fat Joe hat einen Song gehabt, den er ihn schnell genommen hat. Ich bin nicht der Riese. Ich habe DMX angeliebt. Ja, halt das Shit. Wie bist du denn zu der Musik überhaupt gekommen, so, wenn du sagst, was ist, hast du in der Family oder so? Meine Mutter war alleinerziehend. Und wir haben damals müssen kurz Mittagessen bei einer. Ich bin eine Frau, die einen Sohn hatte. Kenne ich. Ich habe einen Musikmann, das ist gut zu Mittagessen. Hast du gut gesehen? Ohne Scheiss, Mann. Ich hätte so keinen Hort gegeben und so. Ja, auf den Hügel oben so, alle verdammt reich und so. Oder? Die kleinen Ausländer, die immer noch essen und so. Ich verdammt geiles Essen gehabt, mit Rahmschnitzel, mit Nudeln und so. Ich so, Mann. Du hast nicht gehabt? Nein, ich habe es geliebt. Und sie hat einen Sohn gehabt, der schon ein bisschen älter war und der hat halt Pack gelassen, das war voll in dem Ding. Okay. Und dann hat mir das Zeug geschoben. So bin ich reingekommen. Ja. Und der war halt cool, weißt du, so der Eltern. Also, du hast niemand in der musikalischen Familie gehabt? Nein, gar nicht. Du hast einfach irgendwie gepackt und dann hast du das WTM. Nein, meine Familie ist gar nicht mit Kunst zu. Ich bin so der Einzige. Meine Schwester kann auch sehr gut singen. Ja. Aber so Mutter überhaupt nicht. Das war bei mir eben auch so. Gewesen. Bei mir auch. Meine Geschwister sind jetzt noch nicht so. Ich bin ja der Jüngste von vier Geschwistern. Und alle haben Klavierunterricht bekommen. Mhm. Und ich habe immer das Bild von meinem Vater, wie er so, weißt du, er ist wie beim Zähneputzen bei uns auch, mit der Sanduhr früher und so. Ist er so dort gegangen und sie haben mich üben. Und ich bin der Jüngste und ich habe das gesehen und gesagt, Mäg, ich will das nie machen. Nein, jetzt mir gesagt, ja, willst du auch? Ich so, nein, Mann! Und im Nachhinein bei uns Huren, dass ich dort irgendwie, weißt, nicht gecheckt habe, dass das mich am meisten mega toucht. Und ich würde es lieben, wenn ich das jetzt ein bisschen Unterricht kann. Jetzt ich meine, hat es sich anders ausgewirkt, oder was? Ja, jetzt hänge ich da mit der Adlerklauen-Taktik und mache die schwarzen Tasten, weißt du, die immer stimmen. Ja, weißt, so, sonst hätte ich können. Ja, es langt, aber es ist irgendwie.
ich denke dann immer so, ach, shit, verpasst. Ja, aber geil. Aber Efe, du machst schon Beats? Ja, ich mache auch Beats. Shit. Ich kann alles machen, Multitalent. Rapper, Hip-Hop. Singer, Hip-Hop. Beats, Live, ba, ba, ba. Moderator. Shit, ist Hip-Hop. Hip-Hop, ist oder? Krass. All Elements. Ja, malen das auch? Ja, aber ja, nicht wirklich. Aber du kannst tanzen, oder? Ich bin so ein bisschen da, wo... Der Pub-Locker, also ja. Die Hüfte, ja. Ein bisschen. Gerade an der Hochzeit mit der Frau müssen tanzen, ist mir sehr unangenehm. Mhm. Sicher? Ja. Ja. Ah, nicht gemerkt, das ist nicht so. Ja, Lolo kann auch nicht tanzen. Nein, ich kann nicht. Ich könnte schon, aber es ist mir einfach unangenehm. Ist ein aber Anfangszeit, also nach 15, Club, also vor 15 Jahren, ja, ja, viel Host gehabt, oder? Ja. Viel? Ja. Hosts? Hosts. Also vor 15 Jahren, vor der Frau. Vor der Frau. Vor dialogisch. Ja, also ja, schnell ja. Knackt, oder? Schnell knackt. Eins, zwei Sprüche. Ja, ist gut gelaufen. Nicht einmal Sprüche, Bro, einfach das Aussehen. Einfach so, einfach das Erscheinen. Das Erscheinen. Ja. Nicht mehr knackt. Ist bei mir auch so gewesen. Bei dir auch, Simon? Was? Sorry, ich bin gerade... Hast du schnell... Wenn ich rausgehe... Hast du schnell... Bist du am Nachschenken? Ich bin immer, aber ich habe mich bei dir nicht getraut. Komm, ich nehme noch ein bisschen. Hast du schnell geklärt? Immer. Immer. Nein, weißt du, vor allem... Schau, ja, gib mir mal. Nein, ich nehme das Bier. Nein. Du hast ihn noch gar noch nicht leer gemacht. Was ist das Bier? Ist ja schon der dritte. Überhaupt nicht. Doch. Das ist der zweite. Nein, das ist der dritte. Der zweite und ich habe nachgeschenkt auf den ersten. Oder ich nehme das Bier, aber ich bist nehme soft. Ja, bist du soft. Nein, ich habe nicht schnell geklärt. Sie haben mit mir geklärt. Weißt du, ich gehe schon next level so, oder? Also sie haben dich geklärt, oder? Ich bin gehängt. Sie sind gekommen. So ist das gut. Ich bin auch nicht... Ja, Sie sind meistens gekommen. Aber jetzt habe ich gar nicht mehr. Jenseits. Der Vilas tun am Lachen, schau, er so. Kann schon gar nicht mehr. Der Sema hat nie mehr. Er ist geklärt, du bist geklärt worden. Du bist geklärt worden in dem Fall. Danke. Hey, danke, Vilas. Du bist auch geklärt worden, oder was? Nein. Was ist das denn? Ist das Bier? Ich bin ein bisschen am... Aha, bist du am Mischen? Ja, ich brauche ein bisschen Wasser, neben dem Sliwi. Zum Spülen. Ah, eben ja. Seit 3 Tagen bin ich immer am Schreiben, er müsse 5 Slivos trinken, oder? Und er immer, nein, das habe ich nicht zugestimmt. Das mache ich nicht. Gell, Vilas? Er hat verdammt schwierig da. Ja. Letzte Woche hast du mir erzählt, am Geburtstag, du trinkst Flaschen Wein am Tag. Wie alt bist du geworden? 43. Gib das dann. Lolo war auch, wir sind ins Restaurant gegangen, keine wir haben es gut gelassen, so. Ich habe Getränke aufgerührt, so. Habe meine Kreditkarte mitgenommen, 2. Beim besten Italiener von der Station? Normal, ja, man muss sich gönnen, weißt eigentlich, nur einmal. Weißt du eigentlich die Gutzli vom Terrots? Welche die da? Gutzli, musst du schon zeigen. Drück top, also. Ey, Tero, das Messi viel mal. Für dich. Also ich esse eins. Was sauts, Leo? Aber jetzt musst du schon richtig schadeten, wenn du es schon angesprochen hast, oder? Jetzt zeig die Kamera auf die Kamera. Shoutout an Terots vom Hagelsand in Schwarzenbach. Es ist übrigens. Es ist neben dem Globe. Also, wenn ihr vorbeigeht, das Auto bringen, könnt ihr einmal noch schnell ins Globe gehen. Also, das heisst, der Corner Talk kriegt ein bisschen CBD, kriegt ein bisschen Alkohol, neu kriegt er auch Schocki. Wurde nice, nicht? Wurde schön. Was ist das? Hey, gutes Neues. Gutes Neues. Ich nehme einen. Nehmen wir einen. Ist uns nicht ein bisschen ab, Schocki. Danke vielmals, Brüder. Schau, der hat einen Tirots. Das ist eine Legende. Likör drin. Ist es mit Alk? Ja, ist aber ganz geil. Super. Ganz geil. Ja, nicht. Hast du den Twinted voran oder was? Nein. Ich kann Jacob den Cash. Kannst du checken, ob im Konto etwas eingegangen ist, Willa? Danke, Terots. Am Terots habe ich ein Tape gegeben und dann habe ich eine Twint-Anfrage gemacht. Von 20 Stutz. Ohne Scheiß. Du bist so ein Blöd, echt. Warum musst du Cash machen? Er hat auch, weißt du, als ich ein Feature kann auf seinen Tapes, dass wir nachher verkaufen wollte. Und ich habe voll oldschool, weißt du, ich habe immer gesagt, das Feature. Das hat er mir auch schon gemacht. Was? Geht gar nicht, oder? Sein Tape, Watch Eyes, bist du schon drauf? Watch Eyes, ja, ich. Du musst eintragen,
Da kommt eine scheiß Szene wieder recht links. So, so, ja, komm. Was ist mit dir? Bro, nein, das ist über den Label gegangen. Hey, spinnst, du <eigentlich? lacht> spinnst du eigentlich? Über den Label gegangen, weil ein Label. Ich kann dir auch Geld schicken, Bro. Ah, du hast so Adresslisten gemacht. Mhm. Für den Platz nicht 95, ich. Oder was? 16. Mit dem habe ich nichts zu tun. Ja, aber Bro, wenn ich du einem... sind dann eben hart zusammen, weißt du? Nein, ich finde, du spinnst eigentlich. Effe kauft auch... Nein, ich habe es auch gekauft. Nein, nein, Bro. Am Effe schicke ich immer Samples von meinen Merch-Sachen. Immer gratis. Stimmt. Bro. Immer gratis. Mir und er... sagt, hey, dann macht er einfach die High-Class-Pictures, man, auf dem Karren oben mit dem... mit dem geilen North Couture. Da habe ich verloren, das Scheiß. Irgendwann habe ich das verloren. Darum, ich schicke es immer am EFE. Ja, weil der EFE macht das immer straight. Ich habe auch geil gehabt. Er stellt keine Frage, ich schicke ihm den Scheiß an. Und er macht geile High-Class-Fotos. Ja. Also der EFE ist auch Model. Model? Fix. Fix, ja. Nein, ich finde irgendwie ist so dort. Völlig, weißt, okay, ist so dort. Unterstützen und alles und so, aber ich finde irgendwie, wieso, wenn du mit auf dem Album bist, dann ich verschicke dann immer denen, die beteiligt sind, das gratis Exemplar. Bro, fix. Das habe ich jetzt zum Beispiel mit meinem Album auch gemacht. Hast du müssen zahlen fürs Tape? Nein, wir haben auch schon ein paar Legacies von Krieg diesbezüglich durch. aber jetzt ist es langsam wie dir geht. Nein, ja, ich weiß, stimmt. Du bist einfach ein guter Mensch, Mami, danke. Merci, gell, übrigens. Und wenn mir jemand sagt, schick mir ein Tape heim, ich will dich supporten. Ja, ich schicke es heim. Willst du mich supporten? Mhm. Ja, du musst die Rechnung schon zahlen, Mann. Wie willst du mich supporten? Ich habe letztes Mal das erste Mal über den Donate-Button von Spotify hat mir eben 11 Stutz donated. Mhm. Ah, was? Ja. Ja. PayPal, ja. Ja, PayPal hat mir den Button nur geil gefunden. Und hat gesagt, ich finde es einfach geil und Spotify gibt es. 11 Stutz. Ja, hier. Wieso? Du kommst auf 11? Für eine Single hat er mir 11 Stutz gegeben. Ich weiß auch nicht, vielleicht hast du einen Herd auch. Er hat geschrieben, er sei eigentlich broke, aber schick es mir gleich. 11 Stutz. Hat er doch letztes Jahr nicht gesagt, mit dem Donate. Hat mir einfach eine 250 Stutz einfach so überwiesen. Einfach so. 250? Ja, habe ich gerade jetzt noch angelegt. Ja. Was? Nein, ich habe gesagt, hey, ich habe gar kein PayPal-Konto. Nein, ich so, Sema, weißt du noch, letztes Jahr, hey, auf Spotify gibt es einen Donate-Button, Mann. Und du hast noch nicht gewusst, was es ist. Nein. Ich so, hey, Bro, musst du hier richten, Mann. Ja, so, wieso? Ich so, hey, der hat mir einfach 250 Stutzen. Dann hast du es gerade gemacht. Ja, sicher, normal. Wurde da. Aber sie haben das erste Mal, jetzt nach einem Jahr später, das erste Mal einen etwas Donate. Ich muss mal meinen Bro fragen, weil er macht das für mich. Ja. Ich hätte auch schon lange Cash bekommen, ich kann es nicht. Er fährt mit dem Rollie, so. Nein, und Bandcamp habe ich auch letztens wieder ein Album verkauft. So. Bandcamp kriegst du ja den vollen Betrag. So. Ja, voll. Das kann ich eben nicht, Mann, was das ist. Ja, ist auch so eine alternative Plattform, für, wo du dein Zeug kannst uploaden und kannst verkaufen dort und kannst dein PayPal-Konto angeben und die nehmen gar nichts. So, für dein Ding. Du kannst sagen, willst du hören, willst du streamen, willst du Ding. Okay. Bandcamp ist so der Piraten unter dem Business Moment. Wie findest du allgemein so die Schweizer Hip-Hop-Szene oder so? Findest du das geil? Ja, viel Müll jetzt schon. Ich höre es eigentlich nicht so hart. Du bist nicht der, der jeden Freitag die neue Release checkt. Gar nicht. So. Nein. Wer findest du top? Mimix. Ach, meine Jungs. Mimix. Und einfach meine Jungs. Ding finde ich geil. Hero. Finde ich auch sehr geil. Wieso? Ich kenne ihn schon lange und ich sehe auch die Entwicklung. Er hat sich gut gemacht. Ich finde auch, Hero er ist richtig geil gemacht. Auch also als Charakter und so. Find ich richtig aber auch rap-technisch und so. Ja. Ist er richtig dope geworden und so. Luco Drini finde ich eigentlich auch geil. Mhm. Und auch so halt den Ami-Style finde ich recht dope. Sie bringen es super geil über auf Schweizerdeutsch. Also ich höre schon. Das war jetzt ein bisschen arrogant gewesen, dass ich nicht höre. Aber ich bekomme es schon mit, aber es hat es kommt halt super viel Zeug. Man wird wie überschwemmt jeden Freitag. Aber es hat schon geile Scheiße. Ja, und aus dem Camp darf man den Jordan nie vergessen. Jordan, ja. Finde ich auch, bin ich. Ich habe auch Jungs, die ich manage. Ich habe auch den Jungs, die ich manage. Von Bam, Jewel X. Was heißt Manager? Bro, ja, Manager jetzt. Eben, Bro.
Damon Dash vom Schweizer Rap. Es sind Jungs von Bern. DJ ist ein Hurensohn. Der DJ ist, hast du das nicht mehr? Ah, den habe ich mitbekommen. Alright. Das sind meine Jungs von Bern. Okay, okay. Der heisst DJ Hurensohn, oder? Nein, das ist sein Sohn. Er heisst Jule X. Also er, sie, weil sie sind zwei. Er und der Astroberger. Eben, genau. Ja, weil ich sie auf diesen Song aber ein bisschen bewegen. Bro, ich bin reizüberflutet. Und sie haben wie so anderes Zeug gemacht. Sie haben noch anderes Pseudonym. Und jetzt haben sie irgendwie so mit dem Katzen-Shit. Und sie haben einen riesen geilen Song. Der DJ ist ein Hurensohn. Rausgehauen. Mega funny Videoclip. So wirklich einfach so ein bisschen etwas anderes. Recht so Techno-Shit. Ja, genau. Ist ein Atzenmässiger. Ich will nie mehr hören, das heisst, ja, der Lolo, das Tiso, er ist der Nerd und so, dies. Ich habe keine Ahnung. Mann. Kann gut abchecken. Ja, das kommt ein bisschen drauf. Geil, Jungs. Mal, ja, schon. Aber check's mal ab, wir aber nein, können wir gar nicht auf das Chat ein. Tun. Wenn du sagst, ich manage dich, was heisst das? Also, du bist jetzt auch noch Manager? Ja, einfach von ihm. Das ist so und was hast denn du für Ressourcen? Oder was machst du als Manager? Ich habe meine Väterli-Wirtschaft walten. Ich habe sie halt beim Pablo reingebracht. Also nicht durch Pablo, sondern durch die Jungs, ich kenne die auch noch. Nachher nimmst du 20%. Der Pate! Pablo, der Pate! Nimmst 20% oder was? Genau, 20% vor allem. Und ich pushe sie einfach überall, wo es geht. Mhm. Einfach mehr im Hintergrund. Und hat der Song, der ja definitiv virales Potenzial hat, so hat er das auch wirklich... Haben wir schon 12 Stutz gespielt? Ja, eben. Ja. Das ist dope, ja. Okay. Das ist ein Grower. Ja, ist wie beim Pronto. Der Pronto habe ich auch entdeckt. Aber es ist halt der Universal zuerst und ich habe halt dort noch nicht vertragen. Aber das sind harte Worte, Mann. Du hast den Pronto entdeckt. Pronto habe ich, bevor, also weißt du, ich habe schon Songs mit ihm gehabt, bevor die ganze Zeit. Würde er das unterstreichen? Ich weiß nicht. Aber also Effe sagt, Effe hat Pronto entdeckt. Ja. Das ist ein harte Schlagzeile für den. Ja. Ich habe den einen Song gesehen. Kannst du sagen? Ja, ich weiß es nicht, ich frage. Ja, aber Künstler emanzipieren sich ja dann irgendwann, also vor allem. Ja, also ich habe einfach gesehen, ich habe ihn angeschrieben, komm, mach mir etwas. Er hat gesagt, ja. Was hat er denn rausgekommen? Wo du gefunden hast, das ist hure. Sind das auf dem Dach oben. Eben auf dem Dach oben. Ja. Ich habe einfach hure geil gefunden, so seine Attitude und so. Und dann haben wir gerade angeschrieben. Und dann ist der Clean gekommen und dann ist der Decke. Ist das der, was in Mailand dreht? Ja, voll. Also Effe würde auch sagen, so, du bist so das Ohr auf der Straße. Ja. Ohr im Internet. Ja. Ja. Darf ich eine Frage stellen? Natürlich. Schlecht ist ein Moment, Premiere. Nein, Premiere. Aber Schlussbild. Du bist ja mal schön. Du musst es nachher rausschneiden. Du bist ja mal schön. Look, es geht ja schlussendlich um ihn und seine Musikgeschichte. Willas, du bist einfach hinter der Kamera. Aber look, weißt du, was mich gewundert hat? Du bist so für mich als außenstehender alter Mensch. Du bist so der Luzerner. Eigentlich für mich bist du ein Luzerner Aushängeschild, oder? Dann ist doch der Song mit dem Samichlaus-Ding, wo wir vorne darüber geredet haben, dass Schweizer, wie hat der geheißen? Ich weiß nicht, wie er geheißen hat. Wo du eigentlich gemeint hast, du erwartest relativ viel von dem Videoclip und alles. Ja. Oder du bist willkommen. Genau. Du bist willkommen. Und nachher ist es eigentlich so gewesen, du hast hohe Erwartungen drin. Und nachher hat es das nicht erfüllt. Und nachher für mich, so als Außenstehender, hat es so gesehen, nachher ist wie nichts mehr gekommen. Das nächste, wo ich mich mal erinnere, ist, der Videoschnipsel mit ihm von der Rival Polo. Meine Frage, nach dem super geilen Video und eigentlich super coolen Song, so sidomässig war das, was hast du gemacht? Dass es nicht so dass nicht noch mehr rausgekommen ist, genau, so, ja, dass ja, der Druck aufrecht hat. Hey, look, Vilas, hey. Wenn man den Vilas geile Frage kann, kann ich im Video bleiben. Ja. Es hat mich im ersten Moment schon recht abgefuckt. Kannst du auch mal so gute Fragen stellen? Bro, ich stell immer gute Fragen, aber was ist? Nein, Habe ich eine schlechte Frage? Kollegial, aber schlussendlich ich will dich von ihm etwas wissen. Habe ich eine schlechte Frage gestellt, du blödes Sieger? Ja, es hat mich recht abgefuckt, aber ich habe mir den Fokus mehr auf Musikvideos gelegt. Und ich kann halt nicht tausend Sachen gleichzeitig machen. Aber du bist ja vorne sehr aktiv gewesen. Und ich habe so gefunden, eben. Ich bin halt mehr aktiv im Hintergrund gewesen.
Aber bis dahin nicht. Bis dahin nicht. Eben, es hat mich schon recht ein abgefuckt zuerst, dass es nicht halt, wirklich durch die Decke ist. Ja. Dann habe ich gedacht, ja, ist vielleicht meine Bestimmung mehr im Hintergrund. So. Aber das ist ja gerade das, also es ist eigentlich selbsterklärend. So bin ich das jetzt schon das ganze Interview durchlose. Du hast einfach immer geschaut, wo kann ich am meisten Cash machen. Mhm. Oder? Wenn es ja mit Rap muss ist, es immer halt dann wirklich, mache ich es im Background. Ja, es muss halt wirklich immer dir, Cash bringen. Es ist, eben, nicht, bist, es ist nicht nur ein Hobby, es kann man es nicht leisten, so viel Zeit zu investieren in etwas, und kein Geld bringt. Genau. Und den Mindset finde ich eigentlich sehr geil. Schade eigentlich. Nein, ich finde es... Ja, eigentlich schade. Ja, stimmt schon. Es stimmt schon. Schade? Es ist schon ein bisschen schade. Ich finde die Einstellung schon geil. Schade, dass sie gebrochen hat. Nein, gebrochen nicht. Ja, Bruch ist böse gesagt. Oder? Aber ich habe ja nachher wieder weitergemacht. So. Nein, Bro, ich rede nicht vom Effe. Es hat wie so einen Moment gebraucht, weißt, so, wo ich wieder gefangen habe. Und dann die Einstellung vom Effe, ich finde generell eigentlich geil, zu sagen, ja, schau, ich mache einfach das, was mir Cash bringt. Ja, das ist auch ja völlig legit. Völlig legit. Aber ich finde es halt in einem Kontext von kreativ sein. Finde ich schade. Weißt du, dass du das überhaupt musst? Weißt du, so, das ist ja das, wo. Du kannst nicht mehr Zeit verbringen mit etwas, weil es dir kein Cash gibt. Finde ich schade, oder? Schade auch Tommy Versetti, oder? Also, es ist so, was ist das Ziel, oder? Das, aber es ist nicht so. Es ist wie beides legit, finde ich. Yeah. Weißt du, so, also, es ist wie so. Es ist nicht falsch daran zu sagen, ich muss meine Rechnungen zahlen. Voll. Und es soll mir irgendwie etwas geben, oder so. Das ist das, was ich irgendwie jetzt aus dem drin finde. So. Aber ich finde es spannend, weißt du, so, letztendlich ist ja die Frage von Vilas, also die, was macht das mit einem? Darum habe ich gesagt, woher nimmst du die Energie? Um jetzt nochmal zu gehen und zu sagen, ich will jetzt nochmal ein Album, ich habe nochmal ein Konzept. Und du ja, wir wissen beide, wir tun immer Kraft reingeben und Zeit. Wenn ich es halt sehe, wenn du ein Konzept, wenn du eine Idee hast und denkst so, ah, okay, das könnte wieder klappen, dann, ist halt, dann kommt die Energie von allein. Jetzt eben, ich bin in dem neuen Projekt, wo ich noch nicht zu viel verraten will, sehe ich auch ein Potenzial. So. Das gibt mir wieder Energie, etwas zu reissen. Ja. Was ist mit dem neuen Projekt? Lass stecken. Komm. Lass stecken. Nein, eben darum, also ich sehe es aus dieser Perspektive, aber ich sage, ich rede ja auch immer einfach nur von mir. So. Ich will weder affiliaten noch singen, sondern uns, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen. So. Ich kenne es von mir selber, dass ich sage, so, oh, ich habe einfach keine Zeit, das auch noch zu machen, weil ich gerade fucking Bills to Pay Kids und alles. Und dann hat man wie einen Job, wo ich arbeite 80%, oder? Wo dir irgendwie der Money gibt, um deine Fixkosten zu machen. Und das denke ich, jetzt bin ich auch schon 43, oder? Aber ab und zu habe ich auch die Momente, wo ich finde, so, und jetzt gehe ich nochmal. Und jetzt zeige ich allen Motherfuckers, Mann, warum ich der bin, wo ich bin, weißt du? So. Und das muss wie einen Moment geben bei mir, Amix, wo ich finde, so, jetzt nehmen wir wirklich Mühe und Kraft und alles. Und der Rest ist dann halt einfach, weißt, einfach Songs raushauen und Bars. Und das können wir. Weißt, so, das machen wir seit 20 Jahren, das wissen wir, wie es geht. Und so, aber nochmal ein Album aufziehen und sagen, ich will mit dem Album etwas reissen. Und auch auf die Gefahr hin, dass ich enttäuscht bin nachher wieder. So, das ist grosses Kino. So. Kann ich mir vorstellen. Von dem her, ich freue mich mega. Weißt du, also dass du wieder irgendwie die Energy hast. Und umso mehr finde ich es dann aber halt einfach wieder schade, wenn du sagst, ja, und ich muss auch schauen, dass es Cash einbringt. So. Das ist wie geil, wenn man den Lotto-Sechser hätte und sagt, das ist scheißegal. Und dann fokussierst du nur auf die Art von. Wären wir mit dem UP-Hype, sagen wir nur schon in Deutschland, hätten wir ausgesucht. Weißt du, da hättest du können kreativ sein bis machen. Weißt du, die Sprüche sind Mambo so. Mambo Number 5, One Hit One Shit. Oder weißt, so, die Sprüche die zählen gar nicht. Weißt du, ich jeder zweite sagt, ja, wenn du willst Army-Rap machen, wärst du Millionär und so. Es ist, ja. Was aber es ist halt, wie es ist. Wir haben halt einen huren kleinen Markt. So Schweizerdeutsch ist so ein kleiner Markt. Und es ist halt, du musst halt arbeiten nebenbei und dann muss es halt Cash bringen. Also, bei mir, schon. Ich so viel Zeit was ich eben bei dir bewundere, ist so, egal was du machst, eben sagst, das muss Cash bringen und so, egal was du machst, es ist, wie soll ich sagen, es ist nie, also es ist nicht wack, weißt, es ist immer gut, es ist also weißt, es ist Geschmackssache, aber es ist immer gut, es ist immer nicht so, ja, er hat jetzt etwas probiert,
Aber er ist irgendwie sehr komisch auf dem Song und so. Es passt immer, weißt du, was ich meine? Das musst du auch können, Mann. Aber wenn du sagst, ich will so Pop, ich will es ein bisschen popmässig machen, so, wenn du den Ausdruck Pop so, heisst das auch, dass du dir im Prozess von der Produktion viel Gedanken darüber machst, was könnte funktionieren und wie könnten andere Leute darauf reagieren. Ja, voll. So, oder? Voll. Das ist noch special. Das weißt, ist auch, also, du bist introvertiert im Arbeiten so, und machst einfach, das ist wie der DJ. Der DJ, der sagt, ich spiele den Sound, der mir gefällt. Oder, oder der DJ, der den Sound spielt, der sagt, was funktioniert im Club? Genau. Weißt du, so, was kann ich machen? Das sind zwei verschiedene Approaches, weißt du? So. Ich finde es auch rein vom Songwriting her, so ein Part, so ein Feature-Part, habe ich sehr schnell, wie du sagst, 7 Minuten, kein Problem. Aber so ein Konzept-Song, weißt du, an den habe ich dann tagelang, weißt du, so. Wenn ich mir überlege, nein, das muss ich vielleicht nicht so sagen, weißt du, so. Das ist dann auch so ein bisschen mein Anspruch an mich selber, so Songwriting. Sachen wirklich in Konzept-Song schreiben, Wie kommt es vielleicht an, weißt du? Ja. Da macht man wirklich Gedanken so um den Text, obwohl es dann schlussendlich ureinfach tönt, aber ich habe mir wirklich Gedanken gemacht. Aber jetzt eben. Finde viel spannender. Wo wiederum ein Kreativprozess für sich voll. Ist. Ja. Weißt, finde ich so. Viel spannender, ja. Weil das Rap-Ding ist so wie. Es ist ureinfach. Das kannst du, weißt du, wenn ich nicht drucken und so. Aber eben, Effi, du bist, sagen wir, eben, du bist money-driven, was auch völlig legitim und okay ist. Ja. Da gibt es Leute, ich jetzt zum Beispiel mehr so culture-driven, ich mache es einfach für meinen Scheiß. Und du wärst auch voll down jetzt, egal was kommt, irgendein grosses Features, du machst einen Scheiß. Wenn du irgendwie ein bisschen den Braten schmeckst. Aber wenn du ihn schmeckst, machst du einen Dope. Nicht einfach so, ich furze etwas an, sondern du machst es einfach. Aber du bist generell voll offen. Ja, voll. Egal von welcher Richtung, von welcher Seite. Wenn es eine Nazi-Band ist, dann, ja. Ja, nein, klar. Ja, also ja, okay. Muss nein, du hast keine Boundary, wie heisst es? Also jetzt wegen Kommerz. Du limitierst dich nicht, du machst wirklich, du bist voll offen. Wenn es so dope findest, gibst du aber auch in dem Kontext in 100%. Ich sage immer, solange es authentisch ist, solange ich mich selber sehen kann, kann ich es machen. So. Dann ist alles easy. Also, weißt du, wenn man etwas geil findet, dann findet man es einfach geil, oder? Aber ich glaube, man muss ein Charakter sein, der überhaupt eclectic ist, weißt du, so in der Musik. Ich finde eben, Ghostface ist so ein cooles Beispiel, so, oder? Du kaufst ein Ghostface-Album, du weißt, was du überkommst, es hat immer die gleiche Ästhetik, so. Und das ist wie so, er ist wie ein Brand durch das, so, oder? Du weißt, was du überkommst. Und dann gibt es eben so die Pop-Culture, wo du dich öffnest und versuchst, neue Vibes zu machen. Ich habe jetzt gerade letztens LL Cool J, Rock'n'Roll Hall of Fame geschaut, wo es einen Huren schön beschrieben hat. Er ist immer mit neuen Producers zusammengehockt und er hat den Vibe adaptiert von ihnen, was er hatte. Und der hat x Comebacks gehabt, der LL Cool J. Also der ist der mit den meisten Comebacks gewesen. Der hat mir jedes Mal wieder gedacht, okay, jetzt ist er oldschool, jetzt ist er da. Und dann ist er wieder mit etwas Neuem gekommen. So. Also hat sich eigentlich immer wieder geöffnet. Aber dort, klar, immer so in dem Hip-Hop-Kontext, aber zuerst hat er irgendwie den Hard-Shit gemacht, dann hat er den Love-Shit gemacht, so, und dann ist er wieder Don't Call It a Comeback zurückgekommen. Aber producermäßig hat er sich immer irgendwie switched. Man muss schon ein Typ sein für das, finde ich. Weißt du, also, dass du sagst, und es gibt wirklich kein richtig und falsch in der Kunst, weißt du? Das finde ich. Du kannst eh machen, was du willst. Am Schluss, es muss sich ja für dich gut fühlen. Wichtig ist, dass man den Mut hat, sich selber treu zu sein in dem Moment und zu sagen, ich finde das geil. Weißt du? Und es ist mir scheißegal, was du sagst darüber, oder? Also von dem her money-driven hin oder her. So, oder? Also, es ist wie so, okay, ich will etwas bedienen, ich will etwas reissen und ich finde das geil. Ja. Dass ich so reingehe. So. Anspruch haben, raw Hip-Hop zu machen und dann sich ärgern darüber, dass es nicht funktioniert, ist dann nur wieder komisch, finde ich, weil du bist einfach nicht smart. Ja. Oder? Das ist so. Ich habe auch so eine, egal was für ein Projekt das ist, es hat immer so drei Punkte. Entweder ist der Dude, wo ich das Projekt zusammen mache, ist ein geiler Sieg. Das Projekt an sich ist ein geiler Sieg, oder es gibt viel Cash. Ja. Wenn zwei von diesen Punkten erfüllt sind, dann mache ich es. Ja. Ich gehe immer so ein bisschen nach dieser Richtlinie. Und bis so weit bin ich echt gut gefahren. Ja, bei mir muss immer ein geiler Sieg sein oder eine geile Siechin. Wenn es ein scheiß Typ ist, aber es gibt sehr viel Cash. Ja, da könnte ich jetzt noch blöd. Kann ich drüber sprechen. Wenn ich den Effi frage für Features und so, habe ich im Hinterkopf immer.
Klicks. Nein. Klicks. Klicks. Klicks auch nicht mehr. Ich mache es einfach unter, aus einer anderen Sichtweise, weißt du, ich so. Ich mache es einmal mehr so, hey, ich hole den Effe auf meine Joints, um einfach den Leuten nochmal zu zeigen, dass der Effe ein verdammt krasser Rapper ist. Weißt du, wie ich meine? Und ich hole den Effe nicht, weil ich weiss, der Effe ist Effe. Sondern ich, einfach, also ich mache es einfach aus einem anderen Hintergrund. Du bist einfach gerne der Plug. Nein, Bro, ich weiss nicht, das ist einfach so meine Sozi-Ader, die ich habe. Du weißt doch auch nicht. Ich will einfach. Effe kennen jetzt die Leute, weißt du, so, ja, der macht doch das und das. Und sagt, nein, schau, ich habe den Effe da, Mann. Und der Effe auf dem Beat, Bro. Ja. Er fickt euch alle, Mann. Weißt du? Ja. Und das ist das, was ich liebe. Ich liebe das so krass. Du hast doch so, mal. Das ist eine lustige Story. Du hast doch mal Steven Egal zeiten. Ja, weißt du das noch? Hast du doch Zürich Verbot gegeben, Steven Egal? Ist das nicht der Pimo gewesen? Nein, Steve war es. Und wir sind dazumal. Du hast viel Zürich-Verbot verteilt. Nein, ja, du hast Zürich-Verbot im Steven Egal. Und wir sind dazumal mit dem Steven Egal unterwegs gewesen. Dave Salai und ich sind mit dem Steven Egal unterwegs gewesen. Ich liebe das. Ich meine, wenn du sagst, Dave Salai, ist immer der Dave. Dave Salai und das ist der so andere und der Salai. Steven ist mein Bruder, ich will das mal da platzieren. Ja, Steven ist ein super Typ. Und wir sind so immer Vorgruppe von ihm gewesen, damals Salsa nicht. Und ja, wir sind so wie sein Rücken gewesen. Und wir hatten schon Diss-Tracks parat für Steezo und ihren Scheiß. Alles ready gewesen. Und nachher hat Steven immer gesagt, nein, Jungs. Disse dich nicht. Alles gut. Alles gut. Er ist zu hart. wir sind schon ready gewesen. Alpha. Er ist zu Alpha. Ich hatte Steven dissed, ich hatte M habe ich auch dissed, Mann. Der M? Ja. Zwei Songs. Du bist auch wild gewesen. Mit dem Pimo zusammen. Ja. Eben habe ich zweimal gefickt. Was? Mario, du hast es gehört. It's official. Aber mittlerweile alles cool. Voll. Mit allen immer. Steven ist super. Steven ist super. Steven habe ich nie, glaube ich, persönlich kennengelernt. Nicht? Nein. All die Jahre nicht? Nein, Bro, ich glaube nicht. Also, dann nehme ich du warst da und dann auch vom Steven geschwätzt. Ja. Dass sie beim Aufnehmen ja, und so, oder? Ja, sie sind Bros, ja. Mimix ja auch, oder? Mimix auch. Was? Mimix? Im Steam? Dass ein Nachbar ist oder irgend so. Der Livio ist wohnt über dem Steam. Ah, der Livio, ja. Livio, genau. Ja. Ja? Nein, es ist ja am Schluss des Tages, weißt du, wenn man sich dann kennt, ist es dann nochmal eine ganz andere Nummer. So. Aber man darf ruhig sagen, was einem geschmacklich gefällt ja, und was nicht. Weißt, ja, so, ist auch lustig, wie gerade die Senko. Damals, wir sind ready für den Fight. Und ist nie rausgekommen? Nein. Haben die Songs noch irgendwo? Ich fände es auch geil, wenn das noch rockt. Ich habe den Hard geil. Ja. Das war damals Dipset-Seite und ich habe die auseinandergenommen auf so einem Dipset. Ja, aber wenn wir mit der Crew gekommen wären und ihr hättet ja, den Herd verloren, Bro. Herd. Ich weiß nicht, Bro. Wenn der Mike noch gekommen wäre, weißt du nicht, ja, dann hätte Steven noch können, 45 Bars rappen können. Gibt es ihn oder Mike? Als Person schon, ja. Also als Rapper? Nein. Er überlebt das ewige Phänomen, ja. Der Broken Mental. So. Wir würden uns alle unglaublich freuen, wenn er Mike Hunter fit wie ein Panther wird. Nach 5 Stunden geschlafen, 5 Stunden. Das ist ein Giftplatter. Ja, na, ja. Er ja, ist... dort hast du viel Disse. Ja, immer. 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 Und dort warst du noch RAF gewesen, oder? Ja. Eben, dort warst du noch... Ah, dann hast du Gewissensbiss gehabt, so. Ich kann nicht, weil ich mit Pimo aufgenommen so. Nein, das war nachher. Gewesen. Ah, das war schon später. Gewesen, ja. Ah, nachher bist du vorbelastet gewesen? Bist nachher noch... bin ich eben im Pimo connected und so. Und dann habe ich auch im Steam gesagt, look, ich bin jetzt dort, ich gehe zu BM ins Studio und so. Dann habe ich gesagt, ja, ich mache voll easy. Ich bin eigentlich schon recht, also ich bin recht loyal so eigentlich. Und ich habe wirklich abgesprochen mit ihm so, look, ich falle dir jetzt nicht in den Rücken, aber ich wollte jetzt mit dem Pimo etwas machen. Ich dachte, ja, ich mache. Alles cool. Hast du den Hut schnell abgecheckt, so, ob alles okay ist? Ja, eigentlich mehr. Also der Steven ist nicht Hut-mässig. Also ist nicht Street. Ja, ja. Ich habe einfach korrekter halber so. Einfach schnell gesagt so, look. Den Check holen. Bin jetzt dort im Studio. Frieden.
Nicht? Ja, ich glaube, es ist heute auch noch ein bisschen so, weißt du, so, mit wem du ins Studio gehst, mit wem, ich habe mir viel anhören, was machst du als Feature mit dem, also, ich habe mir auch anhören in der Hood, unser Trainerhose-Video. Ja, so, oder haben wir auch müssen anhören, oder so, was machst du und so. Recht aber, schlechter Part gemacht dort. Dort habe ich recht scheiss Part. Hast du nicht alle gekillt dort? Nein. Er hat sie immer alle gekillt wieder. Ja, ich war stabil, gewesen, aber der Sully war geil. Gewesen. Ah, Sully ist auch auf dem Tag? Ich finde ja Fratelli B, beide sehr gute MCs. So. Also ich super Jungs, ja. Ich liebe die zwei sehr fest. So. Und es war auch einfach eine coole Idee. Gewesen, so. Aber eben, weißt du, es war dann auch so in einem Kontext, es war auch funny. Gewesen, weißt, so ein bisschen ja, Parts, spassig. Ich los, einfach und die Idee, wieder Konzept, Minuten weißt, ja, vom Song, ist speziell gewesen. Und klar sind dann ein paar Leute bei mir und gefunden, was machst du, weißt du, Sam, was ist? Ihr habt ein Video gemacht von dem? So, ja, sicher, ja. Normal, ja, schon. Cool, mit dem Ding, mit dem, wer hat ein Video gemacht? Der Harris. Der Harris hat auch gemacht. Du Harris willkommen. Hat gesagt, du bist willkommen der gemacht. Würste. Ja. Würste ist übrigens Gold. Würste von Ausländerplatz. Gute ist Gold! Gute ist Gold! Erste Goldige. Ja. Ja, da können wir nicht mitreden, dass sie und ich, wir sind dreifach Holz. Dreifach Holz? Dreifach Holz. Weltblech. Zweimal Weltblech sind wir gegangen. Aber independent as fuck, oder? Mir war immer scheißegal. Ich bin immer der Dope von allen. Ja. Ja, nein, mir war eigentlich auch egal am Ende des Tages. Aber klar, man nimmt alles, was man bekommt. Ja, du. Weißt, so. Darum, ich wäre schon auch einmal VMAs, oder? Ein Grammy holen, oder? So, kannst du mir schon einen Grammy geben? Ja, Bro, das wird sehr wahrscheinlich nie mehr der Fall sein. Wer weiß. Und du weißt, was ich am Kochen bin? Hey, leck. Hast du auch so ein Skype-Projekt? Ja, ich habe auch so ein Projekt, aber ich komme nicht so vorwärts, wie ich eigentlich will. Ich arbeite einfach zu viel immer noch. Was schaffst du eigentlich? Immer noch Theater? Nicht mehr. Ich habe vor zwei Jahren, also gewechselt, aber jetzt bin ich an der Kunsthochschule. Okay. Aber auch so Technik, Bühnenbau und so bei den Produktionsleitern von einer kleinen, feinen Truppe. Mm. Ja, aber immer so, also immer in dem Kunst, darstellende Kunst, immer so okay. In dem Bereich gewesen. Aber immer mehr auf der technischen Seite, also nicht am Schauspieler. Aber es war immer cool gewesen, zum Zuschauen und so. Es war einfach nice gewesen. Nice. Aber ja, da war Brot, gell? Es hat mir einfach Brot gegeben, dort. Ja, ich habe Meisterschule gemacht und Bühnenmeister und all so Shit. Oder so. Und dann mega gefickt gewesen von der Wochenendarbeit, weißt du? Ja, schon meistens. Viel Weekend, Abend und so. Und Schichtarbeit und so, 20 Jahre. Und dort so. am Bellevue, oder? In dem grossen. Im Operhaus, ja. Ja, du, ich will es nicht missen. Weißt du, ich konnte irgendwie ins Ausland gehen. Ja. Moskau und Scala, Mailand und Bolshoi. Und es war schon eindrücklich. Aber ein hell of a job. Ja, ich habe als Kameramann bei Amiado Group damals gearbeitet. Da bin ich auch. Ich bin an der SMS gewesen, schon ganz am Anfang schon. Aha. Als Kameramann. Wie bist du als Kameramann gekommen? Ich habe das Praktikum gemacht. Als online. Vor dem Post-Scheiß alles? Ja, vor dem UP-Zeug. Als Praktikant angefangen dort und dann irgendwie halt von Filmen. Mhm. In diesem Praktikum hin und dann hat sich irgendwie eine Stelle daraus ergeben. Und dann hatte ich plötzlich eine Abteilung, gehabt, so halt, weißt, so zwei Praktikanten, gehabt, Festanstellung, voll geil. Und dann bin ich auch all die Triple-Events und so gehen filmen. Ja, okay. Also, was hast du für eine Lehre gemacht? Was hast du für eine Lehre gemacht? Lagerist. Aber sie haben mich dann angeschissen. Aber die ist abgeschlossen? Ja. Und nach dem Lagerist? Hast du ein Praktikum gemacht? Also. Da habe ich halt Musik, das ist das Praktikum gemacht und währenddessen ist das UP-Ding losgegangen. Mhm. Und dann bin ich Vater geworden, haben sie mich gekündigt, nach dem Vaterschaftsurlaub. Das war recht weg. Ja. Aber es war easy, weil dann ist gerade UP losgegangen und finanziell war es auch gerade gut. Mit UP hat es schon easy Cash gegeben. Und nachher, also von den Konzerten oder auch also von den Verkäufen? Und ja, so. Verkäufe, Konzerte. Ja. Ja. Haben wir halt alles selber. Ja, immer alles. Ja. Mhm.
noch ein paar andere Sachen gemacht nebenbei. Ja, normal. Und ja, so ist es echt gut gelaufen. Haben die Merch gehabt, als wir dabei waren? Ja, aber auch selber gemacht, so mit dem Siebdruck. Ja, ja. Alles ja, selber gemacht, voll geil. Ja. Also, ist schön, ist auch eine Arbeit, gell? Anders, aber es ist geil. Ja, ja, es ist geil. Es ist wirklich geil. Auch Designs, alles. Ja, ist es okay für dich, dass es irgendwie... Ich muss ihn gerade droppen, so ein Tier. Ich habe mein alter Tier. Selber gemacht? Ja, das habe ich selber gemacht. Das ist geil. Schade auf Fabian, dann haben wir auch so mit dem Sieb, weißt du, so drauf, und dann so draufgezogen mit dem Sieb. Und grosses Kino gesehen und wir haben das gefühlt wie Kings, weißt du. So, wir haben gefunden, wir machen das Shit auch und haben es einfach gekauft. Und hat wirklich Moneyton gegeben, ja, weißt du. Merch ist nicht so unterwegs. Es gibt aber die High Times mit UP und so, ist das etwas, wo du dir gekauft hättest, dass es das jetzt noch länger gezogen hätte? Oder ist es okay, dass es dann irgendwann einmal so. Oder warum Break ist das auseinandergelaufen überhaupt? Ich weiß auch nicht. Wir sind etwa zwei Jahre wirklich jeden Tag zusammen unterwegs gewesen und ihr nennt jetzt nach so einem Gott gegeben. Ich weiß auch nicht. Hat es gleich zu wenig Cash gegeben, zum weitermachen? Nein, eigentlich, es war so weit Luft draussen, habe ich das Gefühl. Weißt du, wenn du wirklich zwei Jahre wirklich jeden Tag mit den Jungs unterwegs bist und so, irgendwann haben wir es gesehen. Enzi ist dann auch Vater geworden, Baba ist Vater geworden. Jeder hat so ein bisschen andere Prioritäten. Und die zwei rappen noch? Nein. Der Baba macht ab und zu ein paar Features, habe ich gesehen. Wir haben wirklich nicht mehr so viel Kontakt, kann ich jetzt nicht sagen. Jetzt, weil wir halt Gold gegangen sind, haben wir noch einen Chat aufgemacht wegen der Goldplatte. Reunion ist kein Thema, nicht? Ich glaube nicht. Es ist schon immer wieder im Gespräch, aber es ist zu. Ich glaube nicht. Es wäre eigentlich geil, oder? Wäre schon geil, aber irgendwie. Gut, aber du bist jetzt im Projekt, oder? Eben, ich habe jetzt jeden anderen Shit am Laufen. Ich muss sagen, ja, Baba ist halt nicht so der Zuverlässigste. Das ist auch mühsam. Mit ihm. Ich weiss noch früher, ich musste auf Hochdorf wecken, dass wir immer einen SRF-Dreh haben müssen gehen. Und dann sind wir wieder 3 Stunden spät. Ich bin immer sehr pünktlich, weißt du, ich schaue immer sehr, dass... Ja. Effe ist der erste Gast, der vor dem Ding eingefahren ist, vor dem CT, Bro. Vor dem Gedin. Ich bin immer, eine halbe Stunde früher da gewesen, ja, schon. Effe, der Stuhl aber war der Aber es gibt ein mega Bild von dir, so als so... Mastermind, so, wo das alles macht. Ich hatte dich gar nicht so im Picture gehabt, so, dass du... dass du auch so ein 360-Grad-Paket bist, so, wo alles... Ich habe es weit geahnt, weil ich gemeint habe, du nimmst dich auch selber auf und produzierst auch alles selber und so. Und das finde ich verdammt cool, wenn man schon auch da. Hey, weil das macht der Effe mad zu Hip-Hop. So, doch du, noch. Ja, nein, weißt du, dass du so mega alle Elemente abdeckst so, und irgendwie so das whole Independent-Game auch irgendwie rockst, oder? So, Vilas, willst du uns etwas sagen, oder was? Vilas wird uns etwas sagen. Komm, red mit uns. Mach ich. 10 Minuten. Das haben wir schon gesehen. Sind wir schon über... So lange dran. Wie lange machen wir dran? Über 2 Stunden. Das ist die Regionalperiode. Max 2. Wenn wir in die obligaten Fragen übergehen. Wir müssen. Ja, komm. Also komm, Vilas. Komm mal an die Table, Mann. Vilas, so aktiv bist du noch nie. Happy New Year, motherfuckers. Nein, komm mal da führen, Mann, dann ist ein bisschen mehr. Ja, raus. Komm jetzt mal da an den Tisch schnell, wenn hört du doch mal auf, stressen. Immer schön, immer schön. Ladies! Das ist der Vilas, der die schönen Fötterchen macht vom Grand. Das ist nämlich ein hure Wunder. Also weißt du, das ist immer so, das würde mich noch hure Wunder nehmen. Ja, okay. Also weißt du, für mich ist gut, jetzt kannst du wieder raus. er ist übrigens ein riesen 041-Fan. Ah, oh, was? Böse, er ist LC1-Fan. LC1. Saurus. Und Mimi, ich fühle die Jungs einfach sehr, obwohl ich doppelt so alt bin wie die. Aber ich mach das, wie sie das alles machen. Aber meine Frage. Gross, gross. Als Außenstehender, wenn ich so vorne... Das ist eigentlich eine Nachfrage zum Wundern. Weißt du, so... Du hast für mich so die Fahne aufgehebt für Luzern. Das macht ja, du hast von jedem Kanton jemanden die Fahne aufgehebt, oder? Und nachher ist eben das Video, das wir vorhin besprochen haben, so, und dann ist es so in die Hose. Plus, also in die Hose, das weiß ich, was ich sage, böse gesagt. Aber, außer dir, das ganze Camp ist eigentlich nachher erst gross geworden und hat dann so wie die Fahne übernommen. Also weißt du, was ich meine?
Und für mich war es so, gewesen, vorne in Luzern, ich habe nur dich gekannt. Super geil zum Hören. Ja, nein, also nein, weißt, aber du, weißt, ich kann mich auch nicht... Ja, ja, das war für mich mehr so Graubünden-mässig. Ah, okay. Anyway, stell dir eine Frage, Bro. Ja, und dann ist so, wie ist es? Weil du hast ja eigentlich den Stein gelegt, um irgendwie das crazy machen. Mhm. Und nachher kommen all die anderen, die sind sehr wahrscheinlich auch jünger wie du. Ja, ja, viel jünger. Und sie laufen einfach so ein bisschen an dem vorbei und sind jetzt wie so alt bist du, Luzern? 35. Ja. Also du bist einfach so, wie ist es als Papi? Wie siehst du es? Aber du bist ja doch am ganzen Hof, jede Tour und alles. Weil ich ja ein Teil davon bin, ist es ja voll geil eigentlich. Dass sie das wie weitertragen. Zuerst der Mimix, der das Huren pusht hat, das ganze Aber eigentlich wäre es ja wie dein Plan gewesen, das eigentlich zu machen. Check, was du willst. Ja, aber in dieser Sache ist es mir eigentlich ums Ganze gegangen, dass einfach Luzern auf die Mappe kommt. So. Und wenn das jetzt die Jungen weitertragen, ist es voll geil. Hast du eigentlich für mich hast du das ja eigentlich gemacht, weil ich habe nur dich kennt. Die Kleinen, also Entschuldigung, also die Jungen habe ich wie nicht gekannt. Und nachher ist es irgendwann ist so wieder Abbruch gewesen und so nachher von ich bin fahren von dem zurück und nachher kommen alle und heben sie auf. Und du bist halt trotzdem dabei mit dem Camp, logisch. Aber das ist wie die Vorarbeit hat er geleistet, oder? Ja, aber ein OG. Ja, aber das ist ein OG. Für mich ist unfertig. Ja. Wie ist es für dich, also weißt, für dich als Künstler, wo du eigentlich, du hast der Vorreiter sein, was ein Mimi zum Beispiel ist für Luzern. Mhm. Also nehme ich jetzt mal an. Ja. Und nachher ist es wie an dir vorbeigegangen und du bist immer noch dabei und kommst alles mit über. Ja. Ich finde nicht, dass es vorbeigegangen ist. Ich bin wie ein Teil davon. Und ich feiere es. Also das macht mich sehr stolz, dass die Jungs das auch weitertragen. Ich bin auch ein Teil davon. Und dass sie das halt so riesig gemacht haben, jetzt finde ich voll geil. Also du willst wissen, wieso er so humble ist, obwohl er eigentlich meine Krone hat, oder? Für mich, ja. Ja, sind wir, reden wir mal gar nicht. Ich bin ein Teil davon. Ja. Es ist ja nicht so. Ja, einfach ein kleines Retour. Aber so. Du hast ein Rad ins Rollen gebracht. Genau. Ja, nicht nur ich, sondern sind ja Dave Salaya, Capo Fab Show damals. Oh, die haben so. Also, ich bin tschüss. Ja. Geile Frage, er ist ja die Frage. Ja, ist ja gut. Ja, wieso du nicht Krone hast, ja? Scheiß auf Krone, Bro. Also, weißt du. Eben, also weißt, Mimix, es widerspiegelt alles, Mimix, was du sagst. Ja, Mimix, LC1, das sind Göttis von meinen Söhnen, weißt du? Das ist so Familie. Also wenn die raufgehen, gehe ich auch. Also weißt, das ist so wie... Aber wir können es zusammenfassen, dass ihr einfach eins sind und ich gehe nicht allen. So. Voll. Fuck it. Okay, ja. Effe, gehen wir mal way back. So, wir haben versucht gefragt, so ein bisschen, schon ein bisschen... Pointe so, weißt du, wie das kam? Du hast erzählt, du bist go essen über den Mittag und dort hat es einen grossen Bruder gegeben, der Musik hat und dir Tupac gezeigt hat und so. Und für jeden von uns gibt es immer so Alben, wo einen mega dazu gebracht haben, wo gesagt hast, hey, so will ich das auch machen. Also, das finde ich huere geil, das fühle ich huere so. Wenn du jetzt müsstest 3 Alben aufzählen, wo du sagst, die 3 Alben haben mich mega geprägt in der Art und Weise, wie ich Kunst interpretiere, Musik machen und so. Welche 3 würdest du sagen? Und wir wissen, um es vorwegzunehmen, so, es ist immer in Tagesform, weil man vergisst vielleicht eins, aber meistens so, die ersten, die einem einfallen, sind gar nicht so unrelevant, oder? Ich muss gar nicht lange, es ist sicher, ich weiss das Album, ich bin sehr schlecht mit Namen merken und so von Alben. Aha. Aber sicher, Busta Rhymes ist ein riesiger Einfluss. Busta Rhymes? Busta Rhymes, eigentlich alle Alben. Okay. Eigentlich alle Alben. Ja, Busta Rhymes. Nein, gib uns. Das, was rot ist. Anarchie. Anarchie. Ja. Das. Das. Ja, gut, letzte wieder close. Janet Jackson und, ja. Ludacris. Dort, wo er so Chicken frisst. Okay. Chicken Beers und Chicken and Beers. Ja. Und so, das und Eminem. Macht alles voll Sinn. Und Eminem. Welches? Eminem. Slim Shady, Marshall Mathers EP. Ja, und halt das nachher, wie hat das geheißen? Slim Shady. Nein, Slim Shady ist zuerst die Marshall Mathers EP und nachher ist es Encore. Wo das Haus drauf ist. Das ist Slim Shady. Slim Shady. Mit Stan drauf und so. Ja. Die 3 Alben. Ist macht komplett Sinn. Mhm. Für mich. So. Ja. Cool, so warst, aber dort hatte ich nur eine brennte CD. Also ist deutsch Hip-Hop ein grosses Thema bei dir oder ist es so nur der Ami-Hip-Hop? Nur cool, so warst. Cool, so warst eigentlich.
und lustigerweise EKR. Denn ja. EKR ist für mich so der erste Schweizer Rap Punkt gewesen, wo ich gesehen habe, so, Schweizer Rap, okay, ja. EKR. Ja. Ja. Für uns alle. Ist krass. Krass. Ja, ist krass. Ich habe ja auch auf dem Captain Hook 2 können... Hast du Features mit der Mutter? Nein, eben nicht. Aber ich habe so und deine Mutter habe ich können so ein Remake machen. Das ist schon cool. Stiso, hast du auch Tagesform? Ja. Wir sagen eben nur noch ein Album. So. Also auch im neuen Jahr... Ich habe dir 3 gegeben. Wow, 3 heute? Hast du dich vorbereitet? Nein. Oder? Jetzt, wo er DF geredet hat. Ich habe nur 1. Ich auch. Drop. Loris ist ready. Hast du auch noch einen? Also, King Lori. Also, für mich jetzt wieder. Ich bleibe im gleichen Camp innen. 3 Alben, die ich brutal durchgehe, ist Last Chance, No Breaks von Jamal, Death Squad. Mhm. Und wenn wir in dem Ecke innen bleiben, das Album ist für mich sowieso Jamal. Dann gehen wir gerade auf Derek Sermon, das Welcome Album. Mhm, okay. Und Keith Murray, Enigma. Okay. Die 3. Okay. Einfach aus dem Death Squad. Ja, also das sind die, alles ist alles, um den Eric Sermon. Ist alles aus dem 96 so gewesen, 96. Aber Jamal, Last Chance, No Breaks, das ist für mich so das Album, das ich höre es immer. Das ist unglaublich. EPMD, Business Never Personal. Aber erst nachher oder schon dort, wo es rausgekommen ist? Schon dort, wo es rausgekommen ist. Also hast du den Scheiß schon verstanden? Oder weißt du, geht es darum die Lyrics oder was ist das? Ich habe den Vibe verstanden dort. Mhm. So mit der Crew Tanks und so und alles. Aber heute los ist es anders und ich habe immer noch die gleiche Affiliation. Also weißt du, so immer noch, ich spüre das. Mhm. Wo das mal war, spüre ich heute immer noch. Okay. Anders. Aber der Vibe, so, das ist brutal. Okay, ich sage dafür heute ein Künstler mit einem Album und ich sage auch einen Song vom Album. Und ich weiß auch nicht, ob es eine Gefahr, dass ich es vielleicht schon mal gesagt habe. So, aber ich habe mit der Death Star, um es auch erklären, so mit Death Star früher habe ich eine Crew gehabt wie Broken Mantle mit Kevlar zusammen. Shout out Kevlar. Shoutout Kevlar, wir haben Songs gemacht. Der Best Rap. Wir haben wie Battle Songs gemacht. Mhm. Und für mich ist Battle Rap wie so einfach nur Battle Rap gewesen. Es ist nur um Bars gegangen und wir haben die Songs Battle Episoden genannt. Okay. Und wir haben Battle Episode 4 rausgehauen, dann haben wir Battle Episode 7 rausgehauen. Weißt, wir sind ja Death Star gewesen, wir waren also Star Wars Affiliated gewesen, so. Und haben den Darth Vader Shit geil gefunden und so. Oder? Und wir haben immer so verschiedene Titel gegeben. So, oder? Und für mich ist das wie bis heute noch, wenn ich sage, okay, wir machen nur Bars und wir gehen nur angry und machen keine Konzeptsongs und so, dann ist das für mich wie so, das hat keinen Titel, die Songs. Ja. Dann geht es ums MC und so, oder? Und darum sage ich heute ein Album, wo mich mega, so der Vibe von dem, mega auf die Battle-Episoden inspiriert hat, so. Es ist Michael Myers. Ja, ich wollte sagen Screwball, aber ja. Michael Myers, The Second Coming. Mhm. Das Album ist der Michael Myers, der Hitchcock of Hip-Hop, hat es sich genannt. Und es hat einen Song drauf, um es nochmal zu vertiefen, weil ich sage nur ein Album, das hat Raw Shit. Ich kann ihn auf 12 inch. Und er ist ein purer Battle-MC gewesen. Okay. Seine Lyrics, er hat immer nur battled. So, und das ist so... Okay, das ist die Disziplin vom Rap, die ich immer geliebt habe. So. Das ist nicht um Deepness gegangen oder so. Ab und zu, wenn er etwas Deeps gesagt hat, es ist einfach wirklich nur gegangen, Mann, ich fick dich. So, und der Michael Myers ist für mich ein Hure, ist West Coast gewesen, der Michael Myers. Und, aber Hure New York-lastige Beats. Ja. So. Und The Second Coming, Michael Myers, Hitchcock of Hip-Hop, musst du mal abchecken. Ja, musst du mal abchecken. Hat die Englisch können, weißt du? Ja. Wäre es vielleicht auch anders. Aber damals ist es mehr so wirklich um die Energie, so das Auftreten, der Charakter gegangen. So. Ja, mit diesen Leuten so. Er hat das Album rausgegeben, es hat eine Mad Energy gehabt. So, okay. So ich battle euch alle.
Weißt du, so, das war so super geil. Mhm. So ein MC, wo du dann denkst, okay, mit dem möchte ich nicht ficken. So. Also, für den Big Up zum Michael Myers. Schön! Hey, gutes Neues! Gutes Neues! Ich muss es sagen. Ich auch schon wieder. Schon lang. Gehen wir dort in den Busch, wo gesagt hast. Zusammen. Und wie traditionell langsam, wenn wir irgendwie so Ich wollte es jetzt gerade introducen. Cousin. Der Loris ist in letzter Zeit gefährlich vorbereitet an den Corner Talks zum irgendein Album und einen Song droppen. Hast du auch drei Alben? So, Loris, komm. Nein, nur eins Album. Geben wir mal einen Shoutout dem Loris. Happy New Year! Corner Talk, 1. Januar 2022. Es nimmt mich heim, weil er ist ja auch ein ehemaliger DJ. Okay. Langjähriger DJ, über 20 Jahre. Rap-Nerd. So, genau. Komm, drop it like it's hot. Also, wir haben ein Album vorbereitet, wo wir... wo? Das Juggle, also wo ich noch DJ unterwegs bin, also beim Herz immer noch DJ, also Battle-DJ. Du musst erklären und ich muss nachher die Antwort geben, oder? Los, ist jetzt einfach Ich gebe einfach ein, zwei Indizien, um zu schauen, ob das Album erkennt. Okay. Gibt es ein Lied auf dem drauf, wo ich wirklich zu Tausenden gejuggelt. Das ist wirklich so mein Juggle-Sexy eigentlich. Meine Routine war auf dieser 12-Inch mit der B-Seite. Aber was ich kann sagen, auf dem Album war ein Noriega-Feature. Mhm. Ja, okay. Okay. Gibt's nicht viel. Mhm. Genau, gibt nicht viel. Und aus dem 98? Ja, nein, nicht 98. Ich glaube, der war 95. Beat Notes. Nein, nicht ganz. Okay. Hör auf, hate jetzt. Ja, also, der Nori ist auf Wax erst mal 97, aber egal, ja. Sicher, 97 ist das erste Mal. Aber egal, erzähl weiter. Okay. Und das ist eigentlich das einzige Album, das von ihm eigentlich, würde ich sagen, das beste Album war, wo nachher später Nummer 1 probiert hat. Aber eigentlich, oder gar nur Single ausgekoppelt, bin ich mir sicher. Auf alle Fälle hat es mit Poker zu tun. Royal Flush. Bravo. Ice Time Medallions. Uff. Und das Album heisst. Das Album? Ja. Royal Flush? Iced Out Medallions? Das ist die Single. Mit dem Nori. Und das Album heißt Ghetto Millionaire. Ghetto Millionaire. Ist nur der Royal Flush auf dem Cover vorne. Was für ein Album. Es geht mir genau gleich, Amix. Also, weißt du, und sie zwei dann auf einmal connected. Hey, Bro, ist schon seit 95, Bro. Ja. Es ist am Norris in erster Feature-Bar vom Royal Flush Album. Ja. Und witzigerweise, heute, ich muss immer, es war wieder Freitag, wo ich auf meine Tochter wieder schauen musste. Und dabei, weißt du, ich lasse sie immer schon ein bisschen influenzieren, den Sound, oder? Schon früh. Morgen fange ich mit Dubstep an, Drum and Bass, und gehe in Death Metal irgendwann mal rein. Okay. Hat Spass. Auf jeden Fall, das Album, weil ich Dings gelost habe, mein Geronimo's Erste. Ja, The Natural. Was für ein Album. Auf den Tisch kommen. Oh, Scheiße. Okay. Schön. Hey Loris, schöner Beitrag, Bro. Das ist eine riesige Legende, Mann. Wir geben nochmal einen Clap und Neffe. Geil gewesen, man. Hey, es war mega schön, Mann. Effe, danke vielmals, dass du bei uns warst. Es war mega spannend, es war ein mega smoother Tag. Ja, voll. So. Für den 1. Januar würde ich sagen, wir gehen gebührend ins nächste Jahr rein. So. Ich hoffe, es bleiben uns alle treu. So. Ich hoffe, so in 2-3 Jahren. Oder vielleicht sogar schon früher. Ich weiß nicht, wie lange das Projekt geht. Kommst du nochmal? Kommen wir mit Schoffer. Ja, kommst du mit Schoffer und dann lassen wir es richtig gehen, gell? So. Wir waren recht trocken für den 1. Januar, aber es ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe gesagt, wie ein Mönch. Corner Talk. Shout out Vilas, shout out Loris. Nochmal bravo. Ah, wir haben vergessen, Promo zu machen. Ganz kurz vergessen, heute ist der Release von meiner Miniserie Persona. Erster. Gehen Sie schauen, Horrordrama. Gehen Sie schauen. Also ihr wisst so, Dialog,
Nein. Ah ja, und man sieht, dass immer Akte. Bist du da oben, gell? Da oben. Ja, irgendwo. Ja. Gibt es da so einen kleinen Abspann? Das hat sich noch nie jemand von uns getraut, dass wir einen Bogen kommt für die eigene Position. Ja. 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 Ja.